rocking explosion from Madrid, Spain. We are the one and only Machines Late Night Show Band. And here is your host and moderator, Machines. Und damit herzlich willkommen, Stimmung, 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 meine lieben Freunde, hier in Machines Late Night Show im hedonistischen Widerstand, direkt zur gar nicht so späten Late Night Show, direkt aus dem Studio der Weltjugend. Ich sag dazu nur eine Sache, die mir im Moment sehr gut gefällt. Hashtag, Hashtag Girls United, finde ich irgendwie ganz geil, ist von Bibi und Tina. Und das ist, finde ich, cool. Das könnt ihr alle mal in den Chat schreiben. Hashtag, Hashtag Girls United. Finde ich ganz geil. Wer liebt euch und wen liebt ihr? Natürlich mich, Maschine. Könnt ihr auch in den Chat schreiben. Und warum? Weil ich so eine verdammt arrogante Sau bin. Ganz genau so ist es. Auch das bitte einfach alles in den Chat schreiben. Sowieso einfach alles in den Chat schreiben. Denn Sabrina, die sich heute wieder um den Chat kümmert, will endlich mal beschäftigt werden. Also fragt sie alles Mögliche. Auch Mathematikaufgaben sind gerne genommen bei Sabrina. Sie ist nämlich eine ganz Schlaue. Ganz, ganz wichtig ist, dass ihr euren Schnaps bereitstellt. Ich habe meinen Schnaps hoffentlich bereitgestellt. Ah ja, hier ist er. Also einen zumindest schon mal. Und wenn die Schnapsglocke läutet, das ist dann diese hier, ja, dann trinken wir natürlich alle wie immer einen Schnaps. Und weil ich jetzt schon geläutet habe, trinken wir natürlich auch alle erstmal einen Schnaps. Dazu sage ich natürlich Stimmung. Und Prost. Prost, Alexa. Ja. Schleift ein bisschen. Aber keine Angst, wir haben anderthalb Stunden Zeit, um hier noch die ein oder andere Flasche leer zu machen. Prost, Christo. Prost. Prösterchen, sehr schön. Du zitterst ja, Christo, das ist ja geil. Christo ist ganz nervös, werde ich jetzt auf jeden Fall auch gleich nochmal vorstellen. Das war ja ein leckerer Schnaps. Ich kriege immer irgendeinen Schnaps serviert und weiß immer gar nicht genau, was das für einer ist. Naja, wie auch immer, wir haben tolle Gäste, die alle nachher im Zoom-Chat zugeschaltet sind. Vorher möchte ich aber zwei Leute grüßen, die sich angemeldet haben für den Gruß des Tages. Ich grüße Andi und Sabrina. Schön, dass ihr da seid. Habe ich gemacht, ne? Sabine, Andi und Sabine. Entschuldigung, habe ich mir falsch aufgeschrieben, macht aber nichts. Und wir haben tolle Gäste, habe ich ja eben gerade schon gesagt. Und zwar sind heute die Emil Bulls zu Gast. Das ist eine Band, die so unfassbar jung aussieht, obwohl sie schon 25 Jahre im Geschäft sind. Das ist crazy. Mach mal ruhig an da die Vorstellung davon, den Emil Bulls. Genau, das ist ja nur Geklatsche und so, da kann ich ja drüber labern. Das sind die Emil Bulls, gleich im Zoom-Chat. Und wie gesagt, 25 Jahre und da werden wir uns auch natürlich ein klein wenig mit den Damen und Herren unterhalten. Was haben wir noch? Wir haben natürlich noch die großartige, ich hoffe, dass sie kommt, da ist sie schon im Chat, ich kann es gerade sehen, die großartige Saskia Tode, unser aller Metal-Yoga-Herzchen. Und die junge Dame ist die allererste, in der allerersten Show der Welt, wo es eine Stunde nebenbei einfach so für euch Metal-Yoga geben wird. Ich bin sehr gespannt. Wir werden mal gucken, ob Saskia so lange noch Zeit hat, bevor sie sich vorbereiten muss, damit ich sie noch kurz begrüßen kann im Zoom-Chat. Auf jeden Fall finde ich es total geil, dass sie wieder da ist. Das ist ein tolles Bild nachher. Richtig schön sah das aus im Autokino in Heide bei der letzten Show, als Saskia Bitch-Facing gemacht hat als Metal-Übung am Steuer eines Fahrzeugs. Denn es war ja ein Autokino und das war eine ganz großartige Show. Und da war das auf der 110 Quadratmeter Leinwand zu sehen. Das war echt eine fette Sache. Was haben wir noch? Natürlich den Bastelspaß mit Alexa. Der kommt heute nicht zu kurz. Wir basteln heute Glückskekse. Und wer mitbasteln möchte, hält bitte Papier bereit. Schönes Papier ist natürlich immer von Vorteil, aber ansonsten ganz normales Papier. Eine Schere, ein Stift und Klebe. Also ein Klebestift oder Uhu oder sonst irgendwas. Ihr habt ja schon früher mal gebastelt. Insofern werdet ihr ja wohl wissen, wie das geht. Also haltet das bereit, damit wir zusammen basteln können. Die Bulls sind auch schon ganz heiß drauf, haben sich auch schon Sprüche überlegt. Ihr könnt euch auch schon Sprüche überlegen, die ihr in euren Glückskeks reinschreibt. Weil wir wollen ja natürlich nachher auch vorgelesen bekommen, was jeder von euch sich gewünscht hat oder anderen gewünscht hat. Was haben wir noch? Die großartigen Alien Rocking Explosion sind natürlich da.
Die werden wieder ihre 1-Minuten-Songs zum Besten geben. Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Diesmal sogar auch zur Einleitung statt unserer üblichen Magnum-Musik für die Gäste. Da werden die Aliens heute spielen. Dear my dear Aliens, if you can hear me, please prepare for your first song. Takes another 3 minutes. Dann haben wir Doggy Dan natürlich am Start, meinen kongenialen Mitmoderator hier in Maschines Late Night Show und gleichzeitig auch Inhaber seiner eigenen Rubrik Beauty und Styling Tipps, Kosmetik Tipps auf Tour. Wir sind gespannt, was er sich diesmal einfallen lässt. Letztes Mal hat er ja so eine Gesichtsfeuchtigkeitsmaske to go irgendwie. Und wir sind gespannt, was er diesmal macht. Haare hatten wir jetzt, Gesicht hatten wir, vielleicht kommen heute Fingernägel dran. Wir lassen uns überraschen, keiner weiß es so genau. Und natürlich mein Team, mein komplettes Late-Night-Show-Team, was ich euch jetzt vorstellen möchte. Denn da sind natürlich der kleinste Schnapsbeauftragte der Welt, Mr. Awesome O, die Zofe steht dahinter. Dann die großartige Crew vom Wacken, die wir leider Gottes nicht begrüßen können in diesem Jahr. Was haben wir noch? Natürlich Professor Christo, den werden wir euch nachher nochmal in Live-Bild vorstellen. Der macht die ganze Technik hier und kümmert sich darum, dass alles läuft. DJ Otti kann auch nicht am Start sein, aber ich weiß, dass er in irgendeiner Form immer in der Seele mit dabei ist. Ganz fett in meinem Herzen. Late Night Animal Sascha ist natürlich als Internet Security heute wieder mit im Zoom-Chat. Und da ist Tim Eckhorst. Und Tim Eckhorst, dazu muss ich leider sagen, kann heute leider nicht da sein. Dem ist was dazwischen gekommen, kann ich aber auch verstehen. Wir machen ja hier alles freiwillig. Und deswegen ist es auch okay, wenn man einfach dann nicht kann, wenn man irgendwo was anderes machen kann, wo man vielleicht Geld verdient. Alexa natürlich, habe ich eben schon erwähnt, und Doggy Dan ebenfalls mit in Maschines Late Night Show Team. Die Aliens sowieso. So, was haben wir noch heute? Wir haben heute den Welttag des Kusses. Und also das ist kein Witz, das ist wirklich so, heute ist Welttag des Kusses. Ihr müsst euch ganz viel küssen heute. Und ich habe ein schönes Zitat von Robert Lemke. Ich weiß gar nicht, wer Robert Lemke noch kennt. Robert Lemke, ein großartiger Quizmaster früher. Was bin ich, hat er früher moderiert. Keine Ahnung, kann man ja mal googeln. Und das Zitat zum Welttag des Kusses ist, ein Kuss ist eine Anfrage im ersten Stock, ob das Parterre frei ist. Finde ich eigentlich einen sehr, sehr schönen Spruch zum Welttag des Kusses. Und außerdem ist heute der Tag des Bikinis. Tag des Bikinis ist ja auch nicht zu unterschätzen. Bikinis mögen wir ja alle in irgendeiner Form. Und ich möchte natürlich ganz kurz was Fachliches loswerden. Habe ich mir aufgeschrieben extra. Am 5. Juli 1946 wurde der Bikini präsentiert. Und zwar in Paris auf einer Modenschau im Pariser Schwimmbad Bicine Moliteur. Und erfunden hat den der französische Modedesigner Louis Real, wie auch immer. Also Welttag des Bikinis und Welttag des Kusses passen ja eigentlich ganz gut zusammen, wie ich finde. Und wo bin ich denn drauf? Auf welcher? Immer noch auf der großen? Habe ich nicht richtig reagiert? Müssen wir jetzt nicht wieder irgendwie woanders hin? Ach ja, nein, stimmt, wir müssen hier bleiben. Da bin ich, ganz genau. Denn ich möchte nochmal ein riesengroßes Dankeschön sagen an Radio Bob. Nicht nur, dass sie am letzten Donnerstag die Show präsentiert haben, sondern weil sie auch dieses großartige Charity-Erlebnis ins Leben gerufen haben. Hand for a Hand, also Festivalbändchen konntet ihr euch erwerben für 5 Euro und damit wurden dann alle Leute, die hinter den Kulissen arbeiten, unterstützt. Die Emil Bulls waren da auch mit am Start. Werden wir uns nachher auch nochmal drüber unterhalten. In der Show, die gelaufen ist vor 2 Tagen, glaube ich, von Radio Bob als Stream, wo alle Bands was gemacht haben. Ich habe auch ein bisschen was dazu beigesteuert. Und zwar habe ich kleine Filmchen gedreht. Und ein Filmchen möchte ich euch zeigen. Das Festival zu Hause, wie es aussehen hätte können. Das zeigen wir euch jetzt und dann kommen wir gleich wieder. Sehr, sehr schön. Und damit kommen wir auch schon, also da in der Form nochmal Dankeschön an Radio Bob, die so großartig diese ganze Sache gemacht haben da und es ist so viel Geld zusammengekommen und ich glaube, das lohnt, hat sich richtig gelohnt. Und natürlich auch ein riesen Dankeschön an euch, dass ihr euch so fleißig diese Festivalbändchen besorgt habt von Radio Bob. Jetzt kommen wir aber
zu meinen Gästen, und zwar zu allen Gästen. Ja, also alle zusammen im Zoom-Chat jetzt gleich. Ihr seht den Zoom-Chat da hinter mir schon so ganz ein kleines bisschen. Und da sind auch die Aliens schon bereit. Und wir werden heute die Aliens einen 1-Minuten-Song spielen lassen zum Intro für unsere Gäste, die Emil Bulls. My dear Aliens, your extra-terrific rock band, the best show band in the world. Start your first 1-Minute Song right now. Ladies and gentlemen, my dear alien, the alien rockin' explosion! Unfucking believable, und damit natürlich auch ein herzliches Willkommen an meine Gäste am heutigen Abend. Als allererstes begrüße ich natürlich euch, ihr beiden, Moik und Chris, die Emil Bulls! Hallo! Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr in der Show seid, dass ihr es geschafft habt. Zünftig natürlich mit dem schönen, wie sagt man in Bayern, Bembel oder? Maskrug. Ah, am Maßkrug. Am Maßkrug. Sehr schön. Schön. Schön, dass ihr da seid. Wir begrüßen natürlich, und ich stelle sie euch noch mal einmal kurz vor, alle, die ihr da draußen zuschaut. Sabrina ist mit dabei am Newsdesk von der Late Night Show. Sie betreut den Chat, also ballert sie dicht mit allen möglichen. Fragen stellen. Das ist ganz wichtig, damit sie da auch ein bisschen beschäftigt ist und nicht nur einfach so da sitzt, ohne Geld zu verdienen. Dann haben wir Mr. Dog Eat Dan. Dog Eat Dan, schön, dass du da bist, dass du mit am Start bist. Hallo vom Himmel, lieben Schätze. Sehr und schön. Zu deinem Kusstag habe ich mir heute was mit Lippenstift überlegt. Nur mal so viel als Spoiler. A crazy Beauty-Tipps mit Lippenstift heute, also von Doggy Dan. Sehr schön. Hast du das vorher schon gewusst, dass das der Welttag des Kusses ist heute, oder? Ja. Ey, wir haben uns da doch schon die ganze Woche drüber unterhalten. Ach, ja, stimmt, bei unserem permanenten Austausch, den wir haben. Ja, Wahnsinn. Das war jetzt wirklich Zufall. Ich möchte jetzt sagen, schön, dass du trotzdem da bist, obwohl wir uns nicht gesehen, gehört oder sonst was haben. Herzlichen Dank. Gell? Das war eine schwere Zeit. Aber und auch schön, heute mit den Kollegen von den Bulls am Stissel zu sein, weil wir haben ja auch schon so unsere Jahrzehnte mittlerweile auf dem Buckel, und es ist immer fein, die Vögel zu sehen. Herrlich. Ja, so auch. Ist es in Maschines Late Night Show. Wir bringen halt alle möglichen Leute zusammen. Zum Beispiel auch unser Late Night Animal Sascha. Schön, dass du auch mit am Start bist. Genau, fährt im Moment gern Fahrrad, darf nicht sprechen, denn er ist eine reine Internet-Security. Er passt auf, dass hier im Chat nichts passiert, dass alles mit rechten Dingen zugeht. Und selbst wenn was passieren sollte, kann er eh nicht eingreifen. Also egal, schön, dass du da bist, Sascha. Ich freue mich. Und ganz unten rechts, da freue ich mich wirklich ganz, ganz besonders, dass du da bist, meine liebe Saskia. Schön. Hallo Maschine. Na? Das ist wirklich herrlich. Ihr kennt Saskia natürlich, wenn ihr mal auf dem Wacken wart oder auf dem Full Metal Holiday, Full Metal, was auch immer. Da ist Saskia immer mit dabei, auch bei den Metal Days zum Beispiel, und macht Metal-Yoga. Und deine Autokino-Session hat sehr, sehr großen Anklang gefunden, meine Liebe. Sehr gut. Ich habe schon gehört, dass die Leute alle mitgemacht haben. Alle haben mitgemacht, und das sah auch auf dieser riesen Leinwand wirklich klasse aus. Also das ist wirklich geil. Cool. Heute bist du aber, du bist ja in Florida, immer noch, nehme ich genau. an. Genau. Und das heißt, bei dir ist es jetzt irgendwie 2:30 oder 3 in dem Dreh?
Viertel vor zwei. Viertel nachmittags. Vor zwei. Viertel vor zwei. Und um zwei fängt dein Kurs an, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Genau, und ihr dürft alle mitgucken. 45 Minuten Metal Yoga Spaß. Ja, normalerweise. Ihr dürft auch mitmachen. Normalerweise vielleicht kannst du dir also ab und an mal eine reinschmeißen, so eine Pose. Ja, ich werde ab und zu mal, ich habe ja heute extra mein Leo angezogen, damit ich ganz geschmeidig und beweglich bin. Und nur für dich wegen Yoga. Schon geil, oder? Naja, auf jeden Fall, Saskia macht sowieso eine Stunde immer, ganz genau parallel zur Late-Night-Show. Und da haben wir uns überlegt, sie lässt einfach die Handycam mitlaufen und dann können wir teilhaben an der Yogastunde, die sie gerade in diesem Moment auch parallel in die Welt hinaus streamt. Normalerweise kostet so eine Online-Yogastunde bei Saskia 1850 Dollar, aber wir kriegen das alles umsonst. Die beste Idee der Welt überhaupt. Man kann übrigens auch was in den virtuellen Hut schmeißen, habe ich gehört, oder? Oder? Natürlich kann man das, kann man sehr gerne. Chris, du hast ja da vielleicht nochmal ganz kurz die Folie. Da hat uns der gute Dan natürlich wieder dran erinnert. Das ist der virtuelle Hut. In der Showbeschreibung hier bei Facebook steht ganz unten ist ein Link und da kann man dann über PayPal, wenn man möchte, ein bisschen was reinschmeißen. Weil wir machen das ja hier alles für euch quasi aus Spaß. Und es macht auch Spaß tatsächlich. Saskia, wir sehen uns gleich. Wenn du dich da unten verbiegst, ich freue mich auf jeden Fall sehr drauf. Das ist immer sehr, sehr schön. Und damit genug der Vorstellungsrunde. Wir kommen jetzt zu Moik und zu Chris. Schön, dass ihr da seid, liebe Emil Bulls. Hallo, schön, dass wir nochmal Gäste sein dürfen. Ja, ihr wart ja schon mal Gäste auf dem Full Metal Holiday in auf Mallorca, der vielleicht ja noch stattfinden kann dieses Jahr, ich hoffe es zumindest. Und da wart ihr so besoffen, das war so witzig. Aber, naja, sagen wir mal so, wir haben uns Mallorca entsprechend verhalten. Und es war mein allererstes Mal auf Malle in meinem Leben. Und hier der Meut neben mir, der ist ein Malle-Experte, Malle-Profi, der hat das alles ganz gut gewuppt. Aber ich habe mir gedacht, okay, ich gehe jetzt einfach hier mal steil, so macht man das halt hier. Und es hat ganz gut funktioniert. Ja, sehr gut. Von daher aber man muss auch sagen, ich muss auch sagen, ich war irgendwann, glaube ich, wirklich auch echt der Einzige, der diese Show noch unter Kontrolle hatte. Er ist irgendwann einfach gegangen. So, und was danach passiert ist, da gibt es eine Fliegenheitsklausel. Ich habe dich auf jeden Fall auf mein rotes Sofa gebettet und habe dir noch ein Kopfkissen geholt. Genau. Nee, aber das zeigt natürlich, dass die Jungs auch trinkfest sein können, wenn sie denn möchten. Und in Maschines Late Night Show wird ja Schnaps getrunken, traditionell. Und deswegen will ich von euch ganz gerne mal wissen, was habt ihr euch denn für einen Schnaps organisiert? Ich habe mir jetzt hier aus meinem Schnappschränkchen was ganz, ganz Besonderes geholt. Und zwar ist das ein Jetzendorfer Kräuterlikör von der Edelbrand Distillerie Kraus. Darf man hier Werbung machen überhaupt? Ja, natürlich. Ich war da noch nie persönlich. Ich habe da auch kein Endorsement oder irgendwas. Also bis jetzt nicht. Also liebe Edelbrand Distillerie Kraus, bitte meldet euch bei mir. Ihr könnt mich gerne weiterhin mit diesem Zeug ausstatten. Ich probiere den jetzt einfach mal. Ist das in Ordnung? Ich bin sehr gespannt. Guck mal, da haben wir nämlich auch die Gelegenheit für die erste Schnapsglocke. Und wenn die Schnapsglocke läutet, dürfen alle außer Saskia, weil sie ja gleich noch schwitzen muss, Schnaps trinken. Ganz, ganz toll. Prösterchen. Cheersen Sie. Und jetzt geht das genau so los, wie es in Malle aufgehört hat. Ja, so ungefähr. Wir haben ja ein bisschen was zwischendurch erlebt. Du warst da live dabei auch. Wir haben da ja irgendwann so als eine der ersten Bands nachmittags gespielt. Und dann haben wir natürlich angefangen zu feiern. Und irgendwann kam, okay, ihr müsst jetzt noch in diese Show. Und diese Show ging los, dass da er irgendein Mädel Geburtstag hatte und dann die Schnapsfee spielen musste. Und die hat wirklich ohne Scheiß alle zwei Minuten da ein Glas Wodka angebracht. Also ich rede nicht von einem Schnapper, sondern wirklich von einem Glas. Und wir waren natürlich alle völlig on fire und fanden das so toll, dass wir da Full Metal Holiday dabei sind und haben da halt Gas gegeben. Und dann ist das halt einfach ausgeartet. Ja gut, aber ich finde das völlig vernünftig. Vor allen Dingen gerade da, wo All Inclusive ist und die Kellner einen ja auch gerne um 2 Uhr nachts los sein wollen. Da hauen die immer ordentlich auf die Kacke, Alter, und machen die Gläser mal voll bis und das Dach. Also war eine schöne Sache. Ja, das war wirklich geil. Ich habe eingangs eine Frage. Ich habe mich ja ein bisschen belesen über euch nochmal.
Weil letztes Mal war ja so viel nicht rauszukriegen. Das war jetzt ein Witz, war auch das letzte Mal, dass ich darüber rede. Wir haben das alles auf Video, so schlimm wie du das darstellst, war das. Nein, ist ja auch gar nicht so. Ist ja auch gar nicht so. Nee, aber ihr seid ja ehemalige Klosterschüler, ist das richtig? Nein, also nur ich. Nur du bist der Klosterschüler. Was genau. Mit Moik? Hast du auch irgendwas mit der Kirche zu tun? Nö. Gar nicht. Also mein Onkel war Pfarrer, aber das war's. Okay. Und der Kollege vom Kirchenchor, das war der. Das bin dann auch ich. Ah. Und deshalb war das so, als wir die Band gegründet haben, war es dann auch klar, wer singen muss. Ja, wunderbar. Weil wir haben nämlich was, weil ihr ja aus dem gläubigen Bayern kommt und eben auch noch ehemaliger Klosterschüler. Christo, mein Lieber, wir haben da das vorbereitete Video. Ja, warte auf, Video. Aber das Lustige ist, ich bin vor anderthalb Jahren tatsächlich aus der Kirche ausgetreten, als Klosterschüler sogar, vielleicht auch deswegen, wer weiß. Und sagen wir mal so, also wir sind Bayern mit Leib und Seele, aber wenn es um Glauben und Politik geht, eher nicht so. Na, vielleicht können wir euch ja nochmal bekehren. Wir haben auf jeden Fall ein Video vorbereitet, vielleicht kennt ihr es auch schon. Ich finde es auf jeden Fall mega großartig und ich fand es sehr passend. Christo, leg los. Sí. Ya está. Tenemos. No, hey. Sí. Well, I wrote this song for the Christian youth. I want to teach kids the Christian truth. If you want to reach those kids on the street, then you gotta do a rap to a hip-hop beat. So I gave my sermon an urban kick. My rhymes are fly, my beats are sick. My crew is big and it keeps getting bigger. That's cause Jesus Christ is my nigga. Whoa. Woo. He's a life changer, miracle arranger. Born to the virgin mom in a manger. Water to wine, he's a drink exchanger. And he died for your sins. I preach the word, that's my gig, and I rhyme better than Notorious Big. All the other MCs, I wish them well, but if you live in sin, you burn in hell. Now I'ma pass the mic to my lovely wife, she's a fly MC and the light of my life. So to bust a rhyme without further ado, take it away, Mary Sue. Jesus Christ is my nigga. He's the son of the original G, and he was sent to Earth to elucidate the way that we should be. What? Like if another MC says, you're a freak, you're a lame butt rapper and your rhymes are weak. I don't get mad and I don't critique, I forgive him and turn the other cheek. I don't blaspheme and I don't brag, I don't cuss, and my pants don't sag. I do exude a little Christian swag, and I'm proud to be an American. Jesus Christ is a nigga. Let his light shine through ya. Let his love pop a cap in your butt and say hallelujah. Jesus Christ is a nigga. Okay, wir brechen jetzt an der Stelle mal ab, aber ich habe gedacht, vielleicht hilft euch das in irgendeiner Form bei eurem Glauben zu bleiben oder aber auch wieder zurückzukommen in den Schoß der Mutterkirche. Großartige Sache, wie ich finde. Irgendwie 27 Millionen Klicks oder sowas hat das schon. Ich habe gedacht, ihr kennt das schon. Kanntet ihr das? Nee, hatten wir tatsächlich nicht. Und ich habe echt mir gerade gedacht, hey, wir haben in 25 Jahren viele Leichen in unseren Kellern angesammelt, aber wo habt ihr unser erstes Demo her? Damit haben wir das haben wir damals da auf der Klosterschule im Kloster das im Proberaum geschrieben. Und dann gab es aber noch kein YouTube, keine Social Medias und jetzt hat es 27 Millionen Klicks. Hätten wir mal so weitergemacht. Ja, ist echt irre. Ich finde auch gut, dass euer Pfarrer mitgemacht hat und so. Definitiv, das war damals unser Präfekt. Ja, das war, fand ich schon ganz geil. Ihr beide, wir hatten ja vorhin ganz kurz schon das Thema Radio Bob und dass ihr da ja auch mit gemacht habt bei der großartigen Aktion Hand for a Hand. Und ich wollte mal fragen, was man euch noch fragen kann, wo ihr doch in eurem Podcast auf Bob und auch in der Radiosendung eigentlich schon immer alles verratet. Ihr seid ja eigentlich uneinladbar. Wir sind uneinladbar, ja. Wir machen jetzt da komplett unser eigenes Ding. Wir machen unsere Online-Biografie durch den Podcast jetzt, die wir erzählen. Was kann man uns denn fragen? Pass mal auf, ich habe mal eine Frage mir überlegt, die bestimmt schon mal gestellt wurde.
Aber ja, vielleicht wurde sie ja tatsächlich noch nicht gestellt. Bist du, weil du bist ja Herr von Freiendorf, bist du wirklich adelig? Chris? Ja. Tatsächlich, ja. Was hast du denn für einen Titel? Hätte ich nicht gedacht, gell? Glaubst du, ich bin so ein egozentrischer Mensch, dass ich mir das zulege als Künstlername, so ein von. Nein, das wurde mir tatsächlich in die Wiege gelegt. Das ist angeboren und ich habe wirklich, also das muss ich ganz ehrlich auch sagen, in der Schule und so weiter habe ich dieses von immer verheimlicht, weil ich es einfach peinlich fand und ich musste ungefähr, weiß nicht, 35 Jahre alt werden, um wirklich selbstbewusst dieses von auch mal zu erwähnen. Und das ist einfach mein Name. Und ich habe mich aber mein ganzes Leben lang eigentlich für dieses von geschämt, aus welchen Gründen auch immer. Aber und hast du einen Titel auch? Bist du Graf oder Baron oder so? Ich glaube Baron. Baron ist geil. Das ist ja mein Lieblingstitel. Geil, ja. Mein Lieblingstitel ist Baron. Ein Barönchen. Das schreit und ich möchte diesmal dem guten Doki Dan vorgreifen nach der Schnapsglocke. Oh. Fair enough. Aber wer den guten Christoph kennt, der weiß ja, dass er jahrelang auch stylmäßig sein Bestes getan hat, damit man überhaupt nichts von dem von mitbekommt. Ich erinnere mich an die Zeiten mit den Dreads und den 100 Ketten um den Hals und so. Pass auf, was mir neulich aufgefallen ist. Ich sah damals eigentlich aus wie Cloud-Rapper heutzutage. Das stimmt. Hättest du damals schon ein paar Tattoos im Gesicht gehabt? Genau. Ich hätte mir nur so ein paar Tattoos in die Fresse ballern müssen und dann, aber gut, dann wäre ich meiner Zeit ja so weit voraus gewesen, dann hätte nichts gebracht. Aber ich habe mir das neulich gedacht, weil wir in unserem Podcast ja auch über 25 Jahre in den Bulls reden und dann auch immer Fotoalben auf Instagram zu diesem Podcast veröffentlichen und da halt alte Fotos rauskramen und es ist echt unfassbar, was wir da für einen Style gefahren haben. Andere werden heutzutage damit Millionär. Wahnsinn. Ist so wie so ein bisschen wie Eskimo Callboy, die jetzt wieder zurückgekommen sind zum 80er-Jahre-Style mit ihrem neuen Hyper Hyper. Die waren ja letzte Mal zu Gast. Fand ich auch sehr lustig. Ja, das fand ich auch wirklich witzig. Wir schalten mal ganz kurz auf die totale Kamera, denn wir wollen erstmal mit allen anstoßen, denn die Schnapsglocke hat ja geläutet. Und deswegen Prösterchen an alle. Außerdem wäre es ja schade, die ganz schöne Studio-Deko wäre ja verschenkt, wenn man das nicht ab und zu mal zeigen würde. Und also jetzt wird gesagt, okay. Sehr gut. Gehst du zurück? Ich bin schon zurück. Perfekt. Oh Gott. Boah. Genau. In der Zwischenzeit kann ich sonst schon mal was aus dem Chat. Also im Chat sind schon ein paar Fragen aufgekommen. Ach so, und ich soll noch ausrichten, Maria, die du eben meintest, die Geburtstag hatte und euch die Schnäpse serviert hat, die lässt euch schön grüßen, habe ich eben gerade. Ja, lustig. Ja, geil. Liebe Grüße zurück. Sabrina, bitte, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ja, genau, nee, kein Problem. Ja, wirklich, also, den Abend Lebens beschert. Der Robby möchte nämlich gerne wissen, ob ihr denn halt ein Lieblingsalbum oder vielleicht auch einen eigenen Lieblingssong von euch habt, den ihr vielleicht gerne performt oder liebend gerne singt oder halt, keine Ahnung, oder vielleicht auch einen Song, den ihr nur vergessen möchtet. Robin, hieß er? Robby. Wie bitte? Robby. Robby, lieber Robby, das ist eine sauschwierige Frage. Natürlich findet man immer sein aktuellstes Album am geilsten. Aber bei mir ist es jetzt zum Beispiel so, wenn ich Leuten, die uns nicht kennen, einen Song vorspiele, damit die sich irgendwie so ein Bild machen können, was ich da so mache oder was wir da so als Band fabrizieren, dann ist das meistens Heart Eater von dem Sacrifice to Venus Album. So, das ist so ein guter Querschnitt, glaube ich. Ja, ich finde das Lied auch gut. Also ja, mich überzeugt, das sieht auch. Ich habe euch ja auch im Wacken, da stand ich auch da halt so zwischen den anderen. Das ist ganz geil. Ihr habt mich bestimmt gesehen. Ja klar, definitiv. Es standen ja nur zwei da. Ja, das war ich und eine Freundin von mir. Und Robby. Ich habe in Wacken, ist auch witzig, da habe ich nämlich die Emil Bulls, das wissen die nicht mehr wahrscheinlich, aber da habe ich die zum ersten Mal kennengelernt, weil ich die ja ansagen durfte auf der Wetstage. Doch, mit deiner Marionette, natürlich. Genau, guck mal. Erinnerst du dich tatsächlich dran? Ja, klar. Das war Wahnsinn. Das haben wir sogar in unserem, wir machen ja immer so Festival-Recap-Videos nach so einem Festival-Wochenende und da kommst du so auch mit deiner Marionette vor, die uns ansagt. Ach, Quatsch. Das war die geilste Ansage, muss man jetzt echt auch mal sagen, die wir jemals auf dem Festival hatten. Weil normalerweise ist es immer so, auf vielen Festivals kommt dann immer so ein Heini an und sagt so, hey, boah, ich bin hier Moderator und so, darf ich euch ansagen? Haben wir eigentlich normalerweise überhaupt keinen Bock drauf, weil es immer total Panne ist. Aber das, so macht man's. Liebe Maschine, all unseren Respekt.
sehr gut gemacht. Sehr geil. Aber ihr habt mich trotzdem nicht um Erlaubnis gefragt. Kriege ich da noch Kohle irgendwie, oder? Versuch's. Ich versuch's. Ja, wir haben gute Anwälte. Versuch, was du bekommst. Nee, aber fand ich wirklich geil. Möchte auch noch wissen, wo dann nämlich das Wacken-Video von 2019 bleibt. Pass auf, das ist eine sehr gute Frage. Ich weiß, dass das gefilmt wurde. Und danach hat aber unser Manager uns gesagt in unserer WhatsApp-Gruppe, das wird sowieso nicht ausgestrahlt, weil zu früh gespielt an dem Tag, zu unwichtig. Okay, ja, schade. Ja, finde ich auch schade. Aber du hast mich unterbrochen, Sabrina, ne? Die goldene Regel ist doch, mich nicht zu unterbrechen. Weißt du das nicht mehr? Das war mir gerade total egal. Mein Gott. Ja, aber es ist schön, die Fragen aus dem Die Fragen aus dem Publikum sind immer die allerwichtigsten tatsächlich und deswegen immer raushauen. Wir möchten einmal ganz kurz zu Saskia rübergehen, denn Saskia steht da und macht sich schon für ihre Stunde bereit. Und für alle, die vielleicht jetzt erst zugeschaltet haben, einmal ganz kurz zur Erklärung. Unten ist Saskia. Saskia macht Metal-Yoga auf Metal-Veranstaltungen und auf allen anderen auch. Und natürlich auch hier bei Maschines Late-Night-Show im Livestream, die einzige Late-Night-Show der Welt, die eine Stunde Yoga nebenbei im Stream laufen hat, damit die Leute, die sich langweilen, auch gerne was anderes machen können. Saskia, wann fängst du an? Gleich, oder? Ja, genau, wir fangen jetzt eigentlich an. Also Okay. Eine Minute noch, so ungefähr. Sehr gut, dann habe ich. Ich mache meinen Ton dann aber aus, weil sonst hört man dich ja nachher nicht mehr, weil ich die ganze Zeit am Rumschreien bin. Hast so gehört, wie man Sabrina? Das beim Yoga macht, weißt du doch. Ja, ich weiß ganz genau, wie es sich anhört. Mach mal einmal ganz kurz vor, damit die Leute sich vorstellen können, wie du dich gleich anhörst. Maschine! Also, willkommen zum Metal Yoga! Ja. Geile Scheiße. Ja, da habe ich euch bestimmt aus dem Bett geholt. Am frühen Morgen. Sehr geil. Also, die Schüler sind jetzt auch schon total verwirrt, weil ich sie gerade versehentlich angeschrien habe. Also, nochmal für alle. Ich schalte mich da mal rüber und stelle mich hier mal stumm. Check. Also für alle nochmal, die es nicht mitbekommen haben und die sich wundern, was die junge Dame da unten treibt, das ist Saskia, die einzige wirkliche Metal-Yoga-Frau der ganzen großen, weiten Welt. Und sie macht jetzt da unten Yoga, allerdings tatsächlich nicht für uns, sondern für ihre eigene Klasse. Aber wir dürfen zuschauen, weil sich diese Stunden zum Glück überschneiden, denn in Florida, wo sie gerade ist, ist es jetzt 2 Uhr. Und deswegen fängt die Stunde auch an, wollte ich nur nochmal sagen. Wir gehen wieder rüber zu den Emil Bulls und wollen das Thema einmal wechseln. Du warst eben ganz kurz schon bei der 25-Jahre-Geschichte. Und zum Wechseln des Themas hören wir uns noch einmal unsere Lieblingsfreunde von den Alien Rocking Explosion an, damit die nicht ganz umsonst da sitzen. My dear aliens, prepare for a 1 minute song, please, before we can change over and change the theme that we have to talk about with Emil Bulls. Please, aliens, rock, rock, rock. Your mic is out. Yeah, you have to put your mic on. Yes, we now you are a there. A guest for this song? But we already have the guest right now, right here. Yes, of course. So are you prepared? Yeah, we are prepared. Everything is fine. Is the guest prepared? Man muss dazu sagen, die Schätze haben mir gestern eine E-Mail geschrieben und haben gefragt, ob ich mit ihnen jammen möchte. Ah, ja, okay. Das weiß ich ja nicht, weil wir ja im ständigen Austausch sind. Surprise, surprise. Cool. Nie geübt, läuft leise. No forks, no tricks, no talk but falling dicks. No guns, just blunts, we keep this jungle fun. No forks, no tricks, no talk but falling dicks. No guns, just blunts, we keep this jungle fun. We come with the fat joints to uplift the mood. Big up to people catching up this groove. It's dog eat dog, not a snitch, not a snoop. My true bone, but don't call me booch. I'm not ragged, lagged. You'll be see, you got to tell Freddy that your dog eat back to you. I'll have you for lunch. The answer is no. No rounds, no treats, no soap, but politics. No guns, just lungs. We keep this jungle fun. No rounds. No tricks, no so much funny things. No girls, just us. We keep this jungle fun.
Introducing the kids who get blue. So microphone check. One, two, the deuce. Deuce to the tray. Relax the parlay with the four axes. We're rolling hits. Flip the script. Move your hips. Play a rolling kick. Boom to the fifth. Boom to the bat. It kicks out fast. We got the crazier. No drugs. No tricks. No soapbox politics. No guns, just love. We keep this number one. No guns, no drinks, no soap, but violence. We got guns, just love. We keep this number one. Hell yeah. Yeah, boy. Oh, yeah, ladies and gentlemen. That is the Alien Rocking Explosion featuring Doggy Dan. A cooperation of Cologne and Madrid. Denn die Aliens sind in Madrid und Doggy Dan sitzt in Kölle. Und ja, finde ich schon ziemlich cool. Geile Nummer, Alter. Hey, next time when we practice, it will be jumping. Sehr schön. Alter, mein lieber Dan, du überraschst mich immer wieder. Dass ich Performer bin, das wissen wir doch so jetzt seit vorgestern. Also ich dachte, du bist so ein ganz scheues Reh, eigentlich. Ja, da lacht er. Mein lieber Christo, würdest du mir einen Gefallen tun und einmal das Video von den Emil Bulls abfahren? Das ist nämlich quasi der Einstieg zum nächsten Thema, was wir mit den Jungs besprechen wollen. Falls wir überhaupt ein Thema hatten. Ich glaube, wir hatten noch gar kein wirkliches. Egal. Geht los? Ja, geht los. Ganz genau. Jetzt Tickets sichern ist auch genau das, was ich dazu sagen würde. Großartig. Der 25 Jahre Geburtstag war ja eigentlich letztes Jahr, ne? Naja, sagen wir mal so, der wäre jetzt gerade so. Der wäre jetzt gerade so, okay. Aber eure Tourdaten sind ja relativ spät im Jahr. Was können wir da mal, ja genau, wir blenden die mal ganz kurz ein, damit die Leute sich das anschauen können. Es fängt ja im September, glaube ich, an oder sowas, ne? September, 8. September wird es losgehen in Wien, wie genau. Ihr da oben seht. Und dann endet es am 19.12. in München, unserer großen 25-Jahres-Show im Münchner Zenit. Aber das steht ja jetzt alles in den Sternen, ob da noch irgendwas passiert und so weiter. Genau das war natürlich auch meine Frage. Wisst ihr schon so ungefähr, zumindest Stand jetzt, wie es losgehen kann oder wie es losgehen soll? Boah, du, wir wissen da wahrscheinlich noch weniger als du. Also ich weiß wirklich tatsächlich gar nicht, was weitergeht und was nicht weitergeht. Keine Ahnung. Also ihr habt auch wirklich keine Ahnung. Eine saublöde Situation, richtig ätzend, weil da machst du 25 Jahre den Schmarrn und überlebst in diesem Business 25 Jahre lang und kämpfst dich dadurch und dann denkst du dir, okay, jetzt kommt das 25-jährige Jubiläum und jetzt mache ich ein Jahr nur Party und auf einmal wird das gestrichen und du hast keine Ahnung, wann das irgendwie wieder weitergeht, was du irgendwie für Möglichkeiten hast, ob es dieses Jahr überhaupt noch irgendwelche Shows geben wird. Es ist natürlich unfassbar schade, aber ich sag mal so, in 25 Jahren haben wir uns als Band aus vielen Löchern wieder rausgegraben und mussten viele Niederlagen stecken und uns immer wieder, ja, keine Ahnung, zusammenraufen und so weiter. Und wir werden auch diese Krise meistern und hoffen natürlich, dass das sich alles irgendwie ganz, ganz schnell jetzt wieder irgendwie, ja, dass das wieder den normalen Weg geht, weil auch selber wir als Fans, wir wollen halt auch mal wieder auf ein Konzert gehen. Da geht es gar nicht nur darum, unsere eigenen Konzerte irgendwie zu spielen, sondern auch einfach mal wieder selber irgendwie auf ein Konzert zu gehen. Naja, das ist natürlich nochmal die ganz, ganz andere Seite.
Aber auf der Bühne zu stehen ist natürlich das, was ja auch Leute, die eben gerne auf der Bühne stehen, ausmacht. Und die Performance sieht ja auch immer dementsprechend aus. Aber habt ihr Angst in irgendeiner Form, dass die Leute über das Jahr jetzt die Lust an Musik oder an euch verlieren? Doch nicht, oder? Ich meine, es kommt doch alles dann irgendwie nicht so wieder. Wirklich, also, ich habe eher Angst, dass man es irgendwie selber verliert, weil unser letztes Konzert, das war im Dezember 2019. Und ja, man muss halt einfach jetzt irgendwie, also ich sehe das Ganze immer mit so einem lachenden und weinenden Auge und man muss es einfach akzeptieren, was gerade passiert und darauf hoffen, dass es einfach bald wieder weitergeht. Aber es ist irgendwie so nach 25, wir haben uns das 25-jährige Jubiläum natürlich komplett anders vorgestellt, ja. Aber jetzt ist es vielleicht auch mal so, okay, geil, ich habe nach 25 Jahren auch endlich mal am Wochenende wieder Zeit für andere Sachen. Das hat was, ne? Das hat echt was. Das fährt einen irgendwie so ein bisschen runter. Man kann sich irgendwie mit Freunden treffen, die man sonst nie sieht, weil immer wenn du arbeitest, haben die frei und umgekehrt. Es erdet einen so ein bisschen und wir haben uns damit jetzt irgendwie einfach erstmal abgefunden. Man muss dazu sagen, wir arbeiten ja viel mit der Radiosendung und dem Podcast und so und deswegen werden uns die Leute auf keinen Fall vergessen, sondern nur noch gespannter sein, wie wir denn im 26. Jahr dann drauf sind. Und dann macht man doch aus dem 26. quasi eigentlich das 25., oder? Ja, theoretisch, klar. Also am liebsten will man das jetzt irgendwie in den Büchern einfach streichen und wir haben jetzt einfach ein Sabbatical gemacht, auch wenn es unfreiwillig ist. Und dann kommen wir halt im 26. Jahr zurück und tun so, als wäre das 25-Jährige und dann scheppert's halt noch krasser, weil wir Energie getankt haben ein Jahr lang jetzt. Ganz, ganz genau so sieht's aus. Und ich meine, ihr werdet ja auch bestimmt nicht dann... Wir werden mit enormer Saufkraft zurückkehren. Ja, ihr werdet ja auch Kollege, nicht ungeprobt zurückkehren, nehme ich an. Ja. Kollege Christoph geht ja auch sehr gerne Fahrrad fahren, wie man ja irgendwo auf Social Media sieht, da bist du ja schwer dabei. Und du machst ja auch in der Zwischenzeit sehr viel Studioarbeiten. War da vielleicht diese Corona-Sache passend, um was Neues dazwischen zu schieben? Was hast du jetzt so gerade aktuell gebastelt? Also das Komische ist, wir haben was gebastelt, aber wirklich nur eine, die können wir jetzt aber leider noch nicht verraten. Aber ansonsten war das tatsächlich so, dass ich in dieser Phase musikalisch und kreativ gar nichts gemacht habe. Also wir haben bis kurz vor Corona am neuen Album geschrieben und dann kam dieser Cut und das hat dann irgendwie auch wirklich so eine Bremse da reingefahren, dass wir einfach seitdem eigentlich nicht wirklich kreativ waren und jetzt einfach mal ganz andere Sachen gemacht haben. Also ich habe mal Blumen auf dem Balkon gepflanzt und so Zeug, was ich sonst nie mache, aber jetzt Musik gar nicht so. Und das ist auch echt mal nach 25 Jahren auch echt ganz okay, weil ich glaube, wenn es dann wieder losgeht, dann hat man da wieder eine ganz neue kreative Energie und auch Bock irgendwie da jetzt wieder Vollgas zu geben. Ich habe jetzt nicht spezifisch die Bulls gemeint, sondern das sollte ein Plug sein dafür, dass selber auch Bands produzierst. Also nee, so habe ich jetzt in der Zeit auch überhaupt nichts gemacht. Es gibt so ein paar Sachen, die da so, wie sagt man, in der Pipeline sind, aber das ist jetzt gar nicht gerade so wirklich relevant. Das wird dann ab Herbst so losgehen. Also ich habe einfach mal irgendwie, das war lustig, ich das jedes Mal so, wenn ich das Cubase anmachen muss, um unseren Podcast aufzunehmen, merke ich echt so, boah krass, ich stelle mich an diesem Programm auf einmal an wie so der erste Mensch, weil ich einfach nicht mehr drin bin. Früher habe ich das jeden Tag benutzt und jetzt waren auf einmal irgendwie so 3 Monate, einfach hast du deinen Arbeitsplatz sozusagen nicht mehr betreten und dann verlernst du das auch so ein bisschen. Aber das ist auch mal ganz okay, weil du abschaltest und wieder halt Energie tankst. Ja eben, das ist doch quasi auch ein positiver Aspekt. Das ist auch wirklich nur der Einzige. Der Einzige, ja. Aber ich sag mal, zum Beispiel eure Radiosendung auf Radio Bob, die ich wirklich geil finde. Ich finde sie wirklich großartig. Richtig, richtig schön, locker und einfach was anderes. Das macht ja Radio Bob mit mehreren Bands auch. Und ich finde, dass das genau die richtige Idee ist. So sollte Radio auch wieder sein. Und ihr seid jetzt ja auch Teil davon. Das wäre doch im Leben nicht dazu gekommen, wenn jetzt die Möglichkeit nicht wäre, oder? Oder hattet ihr sowas sowieso mal vor? Also wir haben das mit Radio Bob schon letztes Jahr ausgemacht, dass wir diese Sendung eben fürs 25-Jährige machen und auch den Podcast und haben ja auch schon die ersten 2 Sendungen vor Corona gemacht. Okay. Und danke, dass du uns da lobst, weil wir sind selber am Zweifeln, weil wir haben sowas ja auch noch nie gemacht.
keine professionellen Sprecher oder Moderatoren und dann wirst du auf einmal in diesen Topf da reingeworfen und darfst eine Radiosendung machen, was der absolute Wahnsinn ist. Aber wir wollen halt alles immer so geil wie möglich machen und dann entwickelst du dann natürlich auch einen Ehrgeiz. So, und dann regt dich jedes und bla und jeder Versprecher, den du da so tätigst, regt dich dann irgendwie am Ende auch auf. Aber ich glaube, die ist locker, ehrlich und sympathisch und es macht auch wirklich Spaß und es ist natürlich auch eine mega Chance, die Radio Bob uns da gibt, weil es ist ja auch irgendwie ein bisschen ein Ritterschlag, wenn du als Band deine eigene Radiosendung bei Radio Bob hast. Ja, ich meine, hallo, und ihr seid ja in einer Reihe hier mit Boss Hoss. Wer ist noch mit da am Start? Was war die letzte Radiosendung noch auch von... Ja, Dings hier, der hier, wie heißt der denn? Tobias Sammet macht da noch ja, was. Ja, Tobias Sammet, der macht ja sowieso da die Sachen. Nee, aber jetzt genau, in dieser Zeit. Man muss sich da, will man in dieser Reihe auch sein. Ja. Nein, wir machen da uns eigentlich. Ist wirklich, hört ihr euch die Sachen, die ihr da macht, komplett an danach nochmal? Ja. Ja. Haben wir tatsächlich jetzt gerade nach der letzten Sendung gemacht, weil wir uns ist in den ersten beiden Sendungen aufgefallen oder in den letzten beiden Sendungen aufgefallen, dass so ja irgendwie so da die Soundqualität von unseren Stimmen irgendwie nicht so ganz geil war und dann haben wir uns vorgestern zusammengesetzt, haben die aktuelle Sendung angehört, haben das ein bisschen analysiert, einfach auch wie man es besser machen kann und haben die dann aber tatsächlich irgendwie total abgefeiert, weil das war dann auf einmal so okay, das haben wir echt ganz gut gemacht so für unsere Verhältnisse und schön, also war geil, hat Spaß gemacht. Und ja, geil. Eine geile Setlist und, wie viele Sendungen cool, gibt es noch? Also, wie lange ist das noch geplant? Ja, das ist jetzt eine Sache. Das war ja erstmal nur geplant jetzt für dieses Jubiläumsjahr. Aber hey, natürlich fahren wir da so harte Einschaltquoten ein, dass das halt Radio Bob das halt nie wieder absetzen kann. Nie wieder. Ja, so. Ja. Also was, dann seid ihr ja richtig. Ein geiles Standbein, zweites, drittes. Absolut, aber dann seid ihr ja definitiv richtig im Stress dann später. Also jetzt müsst ihr nächstes Jahr eure komplette 25 Jahre Tour machen, dann müsst ihr jede Woche einmal Radio Bob Sendung machen, dann auch alle anderen Sachen, Wahnsinn. Ja, hey, aber das, hallo. Kriegt ihr hin, ihr seid ja jung. Ihr seid ja erst 25 Jahre. Das ist ja, das ist ja kein... 27, wir haben mit 2 angefangen. Apropos jung, also die meisten Leute oder viele werden ja die Emil Bulls Jungs hier mit dem Album irgendwie in Verbindung bringen, mit der Angel Delivery Nummer. Schönes Album, ja. Dazu gab es aber dann ja als krassen Gegensatz irgendwann die ganze Sache auf Akustikplatte oder CD. Meine Frage ist aber, was schießt euch durch den Kopf, wenn ich euch eure allererste Platte-Veröffentlichung zeige? Ist man da im Nachhinein immer noch stolz drauf oder ist das so ein kleines Schätzchen? Das ist ein Schätzchen auf jeden Fall. Das Alter, ist ein mega Schock. Alter, definitiv. Darf ich die ganz... ist auch gar nicht so scheiße, wie du vorhin irgendwie eingangs schon behauptet hast. Da muss ich einmal einhaken. Alter, mein lieber Dan, Alter, wir sind ja heute quasi kongeniale Partner im Geiste, denn ich habe mir eine Sache aufgeschrieben, die ich von den Emil Bulls wollte tatsächlich, denn... liebe Emil Butz, das kommt eigentlich am Schluss, aber ich mach's jetzt, weil es so gut passt. Ich bekomme von meinen Gästen immer was geschenkt, als Dank dafür, dass ich sie eingeladen habe. Habe ich mir heute ausgedacht. Aber ich hätte ganz gerne tatsächlich eure erste CD Red Dicks Potato Garden geschenkt mit Widmung. Woher weißt du denn, dass es die überhaupt gibt? Weil ich informierter Mensch bin. Die ist ja noch eine vor der Monogamy, die der Dan gerade ins Bild ganz genau, hat. Ganz genau. Und du willst die nur haben, weil du ganz genau weißt, dass ich will sie haben einfach. Auf eBay teilweise für 300-400 Euro weggeht. Ja, aber ich will sie ja nicht verkaufen. Ich will sie einfach nur haben. Ja. Mit Widmung. Achso, mit Widmung. Ja, ja. Dass diese CD tatsächlich eigentlich nicht mehr da ist. Also, die gibt's nicht mehr. Aber ich schau mal in meinem privaten Fundus. Vielleicht finde ich da. Weil das ist tatsächlich unsere Altersvorsorge. Wir haben da noch so ein paar Exemplare und wir sehen das natürlich immer auf eBay mit. Unfassbar hoch gehandelt. Warte. Leute, bam, bam, Leute bam. Geld raus. Und da würde ich den Dan recht geben. So gut ist die gar nicht. Die ist richtig geil. Und gib's mir mal da sage ich jetzt auch, ich habe das schon mal in einem Interview gesagt, auch wirklich an alle eBay und Sammler und so weiter. Gebt nicht diese Summen aus, für die da gehandelt wird. Das lohnt sich nicht.
schreibt uns selber an, vielleicht kann man da irgendwas managen. Wenn wir gut drauf sind, dann schicken wir euch einfach mal so eine zu. Aber hier, also mir geht es jetzt tatsächlich hier nur um mich. Ja, alle anderen können natürlich ausschreiben, aber ich nutze den direkten Kontakt, weil auf die bin ich sehr gespannt, weil ich kenne sie nicht. Und nein, aber das aber ist krass. Also du kriegst eine, wenn du uns versprichst, dass du sie nie anhörst. Ich kann euch versprechen, sie niemals auf eBay zu verkaufen, sondern... Ich habe keinen Bock, dass das irgendwie dann hier als Jingle in irgendeiner Show landet, in so einem Song. Ja, geil, weil da sind bestimmt auch noch keine Rechte drauf und irgendwas schaltet ab, wenn man die spielt. Ja, aber witzig war, wir hatten vorgestern einen feuchtwilligen Abend und haben die Akustikklampe rausgeholt und mal so ein Smash-Hit von dieser Platte getrellert, ne? Ja. Oh, geil. Hätte ich das gewusst, hättet ihr mal eine Gitarre mitbringen können. Ich wollte gerade sagen, es gibt ihm doch nicht diese Vorlage. Wir haben aber keine Gitarre hier. Verdammt. Dann würde ich sagen, trinken wir einfach einen Schnaps zusammen. Ja, ja. Darauf trinken wir auf jeden Fall einen Schnaps. Das ist auch eine sehr, sehr schöne Sache, denn ich möchte überleiten in die nächste Kategorie, die wir alle gemeinsam, wir alle hier und natürlich, gibst du mir die Totale mal, Christo? Aber sicher. Die wir alle zusammen machen können. Ihr natürlich, die ihr zuschaut hoffentlich und wir hier im Studio der Weltjugend und natürlich auch alle Leute im Zoom-Chat aus München, aus Madrid, aus Köln, aus Bremen, sondern... Alter! wo sonst? Wie heißt es? Lufenhagen. Was ich eine großartige Sache finde, dass man alle so zusammenschalten kann aus der ganzen Welt. Das ist wirklich toll. Ich bin ja alt und deswegen besonders fasziniert. Erstmal Prost. Die Schnapsglocke hat geläutet. Warte, ich läute hier auch nochmal rein. Vielen, vielen Dank. Sehr schön. Prost und Prost. So, und jetzt können wir zur nächsten Rubrik kommen. Haltet bitte eure Bastelsachen bereit, denn Alexa steht in den Startlöchern. Und die Überleitung wird natürlich wieder von meiner absolut extraordinären Showband Alien Rocking Explosion gespielt. Aliens, my dear Aliens, please prepare for your next one-minute song. And then we change over to Alexas Bastelspaß. Rock'n'Roll. Ja, very good. Meine lieben Freunde, Alien Rocking Explosion! Unbelievable! Und ich hoffe, ihr habt alle eure Bastelsachen zusammen. Schere, Blatt Papier, einen Stift und ein bisschen Klebe. Denn jetzt, meine lieben Freunde, kommen wir zu einer meiner wirklich absoluten Lieblingsrubriken in Maschines Late Night Show. Und wir hatten schon viele, viele Rubriken. Hier ist für euch Alexas Bastelstunde. Leere Stein Papier. Hallo,
Schön, dass ihr alle dabei seid. Wir basteln heute wieder was Schönes. Und zwar basteln wir heute Glückskekse aus Papier. Darf ich einmal so nah? Ja, du darfst nah. Okay. Ja, okay. Genau, so sollen sie aussehen. Wir basteln Glückskekse, weil mir nichts mehr einfällt langsam und weil die Kekse auch nicht so gut schmecken. Deswegen können wir sie auch aus Papier machen. Und dafür brauchen wir erstmal natürlich einen guten Spruch und ein kleines Stück Papier. Und da schreiben wir jetzt erstmal diesen Spruch auf. Wenn ihr eine Person gerade neben euch habt, ist das super, weil dann könnt ihr dieser Person den Spruch widmen. Und wenn ihr es später verschenken wollt, ist auch okay, dann könnt ihr es später machen. Also wir schreiben erstmal einen Spruch auf ein kleines Stück Papier. Irgendwas. Okay. Okay, ihr habt euch alle einen Spruch ausgedacht. Und jetzt brauchen wir für den Glückskeks ein Stück Papier. Und das muss diesmal nicht quadratisch, sondern rund sein. Deswegen brauchen wir einen Gegenstand. Also wenn ihr so freihand rund zeichnen könnt, ist super. Sonst einen runden Gegenstand. Ich habe hier einen Kaffeefilter zur Hilfe als Schablone. Und male jetzt einen runden Kreis auf das Papier. Ups. Und den schneiden wir einmal aus. Das Geräusch ist einfach der Hammer. Okay. Oh, meiner ist auch nicht ganz rund geworden. Ups. Das lag an den Schnapsrunden davor, glaube ich. Aber genau, ungefähr. So sollte es aussehen. Habt ihr alle ein rundes Stück Papier? Papier? Ja, sehr cool. Ja, Sabrina sieht aufgelassen. Dan, was ist mit dir? Ich war gerade abgelenkt, aber ich habe eine runde Bierdose. Das geht auch. Das kannst du auch als Schablone nehmen. Okay. Dann. Habt ihr euren Spruch und euer rundes Stück Papier? Und jetzt ist es so, wir falten das runde Papier. Wenn ihr ein schönes Blatt Papier habt, so wie ich, dann nehmt ihr die unschöne Seite und faltet... Wo bin ich gerade? Hier? Okay, genau. Und faltet es einmal so von oben nach unten. Also einmal, dass ihr in der Mitte so eine Falte habt. Und faltet es wieder auf. Jetzt nehmen wir unseren Spruch... falten den auch einmal, damit er ein bisschen kleiner wird und legen ihn so in die Mitte. Genau. Nun schließen wir das Ganze und haben jetzt diesen halben Kreis. Und weil es beim Glückskeks ja nicht so eckig ist, gehen wir einmal mit dem Finger rein und machen das ein bisschen runder. Also einfach diese Kante ein bisschen wieder nach innen drücken und ein bisschen runder machen. Genau. Warte, so. Okay. Und nun nehmen wir die. Nicht lachen. Jetzt nehmen wir die beiden Enden und lappen die so übereinander, dass wir so eine Art Rolle haben. Und drücken da, wo diese Faltkante war, einmal in der Mitte zusammen und ziehen die beiden Enden zusammen. Da muss man manchmal noch ein bisschen nachhelfen, dass es ein bisschen schöner aussieht. Und jetzt haben wir schon diese klassische Glückskeksform. Und damit das besser hält, nehmen wir uns einmal Klebe. Meine Klebe ist... Ach da. Ah, oh, perfekt. Nehmen wir uns einmal Klebe und geben hier ein bisschen Klebe hin, damit die besser zusammenhalten. Ich habe Bastelklebe, das muss ein bisschen warten. Also es dauert ein bisschen, bis es trocknet. Sieht man, dass es ein Glückskeks sein soll? Absolut. Okay. Es spricht heute irgendwie niemand mit mir. Aber wir sind alle super konzentriert. Alle sehr konzentriert. Okay. Ich habe meine Finger zusammengeklebt. So. Okay. Wir sind jetzt auch fertig.
Das ist der fertige Glückshicks. Und wenn ihr jetzt eine Person neben euch habt, ich habe hier gerade so ein Leoparden-Maschinen-Ding, das hier, da, für okay. dich. Wieder auf die Mobi. Ja, das ist für mich? Ja. Oh, dankeschön. Entgegengenommen. Herrlich. Genau, das war's auch. Das war's auch. Viel Alex. Spaß beim Verschenken. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Jetzt wollen wir aber auch wissen, was drinsteht. Ja, ja, eben. Warte, Christo muss erstmal wieder umschalten. Das ist übrigens Christo. Ich dachte, du warst doch der Mobi. Was passiert? Einmal mit Profis. Ja, das Gerät aus dem Hut. Ist nicht jugendfrei. Guck mal, da ist die Mobi. Das ist nämlich Christo, der alte Sack. Der macht das nämlich alles. So, liebe Kinder, das nächste Mal basteln wir Koksbriefchen. Okay. Mm. Ja, so schaut meins auch aus. Wir sind sehr, sehr. Ja, ich musste mich zurückhalten, als sie sagte, das ist so eine klassische Glückskeksform. Dachte ich, naja, könnte auch. Ja, egal. Ja, sieht aus wie eine Muschi, sag's doch. Ja, ja. Ja, ja. Was sagst du? Man hört dich so schlecht. Ich hab nichts gesagt. So, Unfassbar. Unfassbar. Meine sehr verehrten Damen und Herren, einen riesengroßen Applaus bitte für Alexa und Alexas Bastelstunde. Mehr als großartig. Also ich finde das wirklich eine richtig geile Idee. Geht super schnell und man hat immer mal schnell ein Geschenk, falls man vergessen hat, irgendwie eins zu kaufen. Ich finde es eigentlich ziemlich cool. Und wir wollen natürlich jetzt wissen, wer was gemacht hat. Hört man mich jetzt besser, ja, ne? Ja. Ah, habt ihr vorher verstanden, was ich gesagt habe oder nicht? Geht so. Geht so. Ich wollte einen riesengroßen Applaus bitte haben für Alexas Bastelstunde. Yay! Dankeschön. Und Dan hat gesagt, dass das aussieht wie eine Muschi. Soll ich auch sagen? Ich habe überhaupt nichts gesagt. Du hast überhaupt nichts gesagt. Nein, aber wir wollen natürlich auch wissen, was draus geworden ist. Zuerst natürlich bei unseren Gästen, den Emil Bulls, mein Lieber. Ich glaube, da hat nur Chris hat nur gebastelt. Nee. Moik hat ja auch gebastelt. Zeig mal ganz nah in die Kamera. Deine Mumu schaut besser aus als meine. Alter Vater. Alexa, siehst du das? Das ist draus geworden. Hast du das gesehen? Warte mal. Alexa, mach mal in... Nee, Christo? Mobi? Nee, die Totale? Die ist schon da. Oder nein, gib mal die Mobi. Entschuldigung. Guck mal, hier Alexa, mach noch mal. Aber macht eure Glückskekse doch mal auf, ihr beiden, Moik und Christ. Ich will mal hören, was da drin steht. Also jeder muss den vom anderen aufmachen, natürlich. Doch, das ist ja, das ist ja der Sinn der Sache. Dann lese ich erst den von Moik vor. Ja. Oh, das hat aber schön. Oh. Da steht drin. Christa? Wer später bremst, ist länger schnell. Also der könnte tatsächlich in so einem Glückskick stehen. Ja, absolut. Und der Christoph hat, wer später bremst, ist länger voll. Hattet ihr euch abgesprochen? Nö, war wirklich nicht Zufall. Ja? Wir sind halt, wir kennen uns seit 40 Jahren. So, das ist Ehepaar, weißt du? Ja. Ich verstehe das. Mein lieber Dan, was steht denn bei dir drin? Sieht gut aus übrigens. Ja, gell? Und bei mir steht eine ganz eindeutige Message drin. Schnaps. Dan will immer, dass der Moderator irgendwann so desolat wird, dass es keiner mehr erträgt. Aber dazu wird es nicht kommen, mein Lieber. Haben wir noch ein Schnäpschen? Hier ist Randale im Studio. Gehst du mal auf die Totale, Christo? Perfekt. Ja, ich häng fest. Ja, so langsam aber sicher entwickelt sich die Show. Merkt ihr das? Das hier ist unser Metal-Yoga eigentlich an. Ja, natürlich, wir gucken die ganze Zeit Metal-Yoga. Das ist Wahnsinn. Ja, das ist irre. Bleib auf der Totalen. Wir wollen anstoßen mit allen. Wir haben die Schnapsglocke geläutet. Insofern, Prost alle. Mein was? Und übrigens kann jeder mal bei Alien Rock Explosion auf Spotify die neue Platte checken. Die eignet sich super zum Autofahren. Ist aber wirklich perfekt. Paint It Green, ladies and gentlemen. The new album from Alien Rocking Explosion. Release date was last week, I think. 5 days ago or something. That was cool.
Perfekt. Okay, wir wollen einmal Saskia groß machen. Da ist Saskia. Und Saskia macht tatsächlich die ganze Zeit einfach Metal-Yoga. Das ist so geil. Einer von euch, Moik oder Chris, macht ihr irgendwie sowas? Power-Yoga? Nee, Power-Yoga nicht. Lustigerweise hat jetzt in der Corona-Zeit meine Freundin angefangen, so ein bisschen Yoga zu machen. Und ich hoffe auch, dass die gerade aus dem Nebenzimmer zuschaut und da unten dabei ist und voll abgeht. Weil dann wird ihr das wahrscheinlich auch Spaß machen. Super, also super geil. Also, ich habe vor 2 Wochen zum ersten Mal Yoga gemacht. Hast du echt? Ja. Ah, geil. Und wie war? Ich kannte ganz viele Übungen vom Fußballtraining. Also irgendwie haben wir scheinbar im Fußballtraining auch immer Yoga gemacht und es wurde uns anders verkauft. Dann das ist Jürgen Klinsmann. Ja, ist aber klar. Jürgen Klinsmann. So. Saskia macht nachher noch eine Übung, die hat mich letztes Mal auch an Fußball erinnert. Das ist so dieses Spinnenlaufen. Okay. Das muss man noch beim Fußballtraining auch machen, oder? Ich habe da neulich jetzt auch in der Corona-Zeit, wie gesagt, als meine Freundin das angefangen hat, so ein paar Übungen mitgemacht und ich will jetzt von mir selber überhaupt nicht, ich bin jetzt nicht der unsportlichste Mensch der Welt, aber das war hart anstrengend. Also ich meine, schau es dir bitte an, was sie da treibt. Ja, vor allem dieses Luftgitarre spielen da, mit, also beidbeinig, sozusagen. Unfassbar, geil. Die geht echt voll ab. Ich meine, sie ist aber nun auch schon wirklich sehr sportlich. Ja, da merkt man mal, weißt du, sie verkauft es als Sport, aber normalerweise machen wir das auf der Bühne als Band. Das ist genau das Gleiche eigentlich. Da sieht man erstmal, dass so eine Performance auf der Bühne, so ein Konzert auch wirklich Sport ist. Ja, nochmal Applaus für die Emil Bulls mit so einem, also mitleidiger Applaus, bitte einmal ganz kurz, weil das ja so hart ist. Und so. Es ist so hart, es ist wirklich hart. Das weiß ich doch. Wusstet ihr, dass wir mal auf demselben Band-Contest gespielt haben auf dem Emergenza? Nein. Da haben wir mit unserer Band auch gespielt und ihr habt da auch gespielt. Wie, ja, wie hieß denn deine Band? Oder wie heißt das, die? Gibt es immer das, noch? Ja, Das Beben. Ja. Aber wo haben wir da zusammen gespielt? Irgendwo in Hamburg oder so. Keine Ahnung. In Hamburg? Ja, ich glaube ja. Wir haben in München da mitgemacht. Wir haben dann aber immer so als Special Guest irgendwann mal da so. Aber ihr seid doch sogar Europa Dritter geworden. Aber hallo. Ihr? Meine ich da. Hat euch das weitergebracht damals tatsächlich, oder? Sagen wir mal, jein. Also wir haben durch diesen Contest unser erstes Management kennengelernt, aber es wurde uns natürlich so verkauft, dass wenn wir da gewinnen und wenn wir da weiterkommen und so weiter, dann sind wir gemachte Männer und müssen über nichts mehr Sorgen machen in unserem Leben. Das ist nicht passiert, aber es hat schon, sagen wir mal so, kleine Türen geöffnet. Hobbit-Türen. Naja, und ein paar Gigs ja auch generiert, ne? Definitiv. Und es war damals zu der Zeit auch wichtig, weil so, da haben wir uns irgendwie so halt auch dann bundesweit so von der Münchner Lokalband auch einen Namen gemacht. Sagen wir mal, bundeslandübergreifend. Und das war das ein Türöffner. Hat jetzt uns aber nicht, also direkt jetzt zu irgendeinem Plattenvertrag oder sowas geführt. Das haben wir dann schon selber gemacht. Naja gut, ich glaube, es war ja auch 96 oder sowas, ne? Oder 97? 90. Ja, da kam dann 2001, also wir sind dann noch 4 Jahre lang danach durch die Jugendzentren dieses Landes gepingelt. Aber geil. Haben überall gespielt, wo es eine Steckdose gab. Und das war eigentlich der Punkt dann. Irgendwann kam kein A&R mehr um uns rum. Ja, aber ich meine, es ist ja eigentlich ganz geil. Ich meine, wenn man sich als Band so entwickelt und dann immer noch weiterhin am Start ist, auch gemeinsam, ich finde das schon bewundernswert. So viele gibt's ja da auch nicht. Also, nee, gibt's auch nicht. Und wir haben viele kommen und gehen sehen in diesen 25 Jahren und es ist ein absolutes Privileg, ein Geschenk. Warum hustest du da so, Dan? Ich sagte gerade vorhin. ein absolutes Geschenk, ein Privileg, dass wir das so lange machen dürfen und dass die Band eigentlich heutzutage nach 25 Jahren besser dasteht denn je und es ist einfach unfassbar. Es ist herrlich. Ja, also ich finde es auch mega geil. Ich will, weil leider Gottes, es ist wirklich so, am Anfang denke ich mal, oh Mann, ey, ob wir die Zeit überhaupt vollkriegen und jetzt weiß ich jetzt schon, dass wir wieder eine Viertelstunde überziehen werden, weil es ein wirklich sehr, sehr schönes Gespräch ist und eine sehr nette Runde. Gibt es nachfolgende Sendungen, die sich da überhaupt verschieben könnten? Ja, alle. Heute ist Sonntag. Tatort verschiebt sich. Genau. Alles. Nee, aber ich will auf jeden Fall über eine Sache noch reden mit euch und zwar über One World, One Crew. Da will ich noch ein bisschen was drüber hören. Aber vorher, ja genau, deswegen.
Und vorher will ich aber eine Rubrik nicht vermissen heute, denn das ist die wunderbare Rubrik von Doggy Dan, Beauty-Tipps und sowieso auf Tour. Wir werden überleiten. My dear aliens, are you ready to play the next one-minute song, please? And after this song from the Alien Rocking Explosion, we wanna see what Dan can show us in Sachen Beauty. Aliens, turn your mics on and rock all over the universe. Meine absolute Alien Rocking Explosion, my dear friends. And, eine der besten, oder besser gesagt, die beste Showband des ganzen Universums. Und damit kommen wir zu meinem Mitmoderator, ich möchte sagen, angewachsenem Freund und jemand, der immer da ist und sich gedanklich mit mir austauscht, wenn es nicht über soziale Medien ist. Hier ist er, Mr. Doggy Dan mit Körperpflege und Styling auf Tour. Bitteschön. Hello again. Ich habe über diese Social Media wirklich sehr gute Resonanzen auf diese Beauty-Sache bekommen, aber auch ein paar Mails von Damen, die gesagt haben, ist ja alles gut und schön, aber bring uns doch auch mal was on the table. Also daher jetzt ein spezieller Beauty-Tipp on Tour beziehungsweise fürs nächste Festival für die Ladies. Und zwar, wenn man auf so einem Festival ist, die meisten haben ja hier diese Beutelchen oder sowas und jetzt nicht wirklich Schminkzeug dabei. Und auch wenn die Damen sich dann halt hübsch machen wollen, so einen Lippenstift, den hat man ja schnell einfach mal so dabei. Und jetzt wäre es ja zu einfach, den Tag des Kusses zu würdigen. Und wenn ich mir das Ding jetzt um die Lippen mache, nein, man kann mit so einem Lippenstift auch ganz einfach, wo ist die Kamera, ganz einfach sich selber ein bisschen Farbe ins Gesicht schmeißen, wenn man nach einem Festivalmorgen oder nach einer Festivalnacht nicht so frisch aussieht. Und zwar, wenn man sich dann einfach so ein bisschen die Wangenknochen in drei Punkten damit kaschiert, auf beiden Seiten, kann man dadurch einen frischen Teint und sozusagen den Rouge damit ersetzen und sich etwas schöne Farbe ins Gesicht zaubern. Das Gleiche geht natürlich dann auch als Lidschatten beziehungsweise als Augenhighlight, was auch angeblich was bringen soll, habe ich mir sagen lassen. Und für Leute, die eine ausgeprägte Nase haben, kann man sich auch noch einen kleinen Stupser auf die Nasenspitze machen, das Ganze links und rechts so ein bisschen verreiben und dann wirkt das Ganze etwas zierlicher. Ich hoffe, ihr könnt damit alle was anfangen und auf dem nächsten Festival sehen wir alle aus wie heißt die Tussi mit dem Beauty Channel? Bibi, richtig. You're welcome. This was Dan's Beauty Tip for this week. Oh yeah, ladies and gentlemen, Mr. Dan and his beauty tips. I really love him for that. Und es heißt nicht Bibis Show, sondern Dan's Show. Und Alexa hat eben zugeschaut und möchte dazu was sagen. Das kennt man doch. Du Bitch, hast du gesagt. Das kennt man doch, du Bitch. Ey, weißt du, ich reiß mir hier ein Bein aus und bekomme dafür ein Bitch. Aber von dir nehme ich es. Ich weiß ja besser. Das ist wirklich niedlich, aber das ist alt. Süß, aber... Ist doch egal.
Christoph, wusstest du das? Ja, natürlich wusste er das. Es wurde eingangs gesagt, die Band, die es schon 25 Jahre gibt, aber die immer noch so jung ausschaut. Wir kennen uns so lange. Hey, Dance Beauty Tips haben wir on Tour permanent schon gehabt, seit 25 Jahren. Und anders würde das nicht funktionieren. So. Deswegen wart ihr auch so gelangweilt eben gerade, oder was? Ihr seid echt wirklich gelangweilt aus gerade. Wir? Hm? Ja, wir haben uns nur gedacht, Mike kennen wir doch alles schon. Das hat er uns vor irgendwie 20 Jahren schon in Köln im Underground, im Backstage-Raum, kurz vor der Show, hat er gesagt, hey, boah, hey. Genau das hat Alexa auch gerade gesagt. Oben bei den Stockbetten im Underground. Ach, war das immer schön. Okay. In voll gewichsten Stockbetten. Das war auf jeden Fall sehr groß. Irgendwelche No-Name-Bands, irgendwelche Groupies. Ich poste gleich noch ein schönes Foto von dir hier in die Gruppe, wo du total zerstörst im Sprinter liegst bei der B-Tide Doggy Dog Tour. Oh, mach mal gleich. Das war ein schöner Nachmittag. Du hast mal als Groupies auf die Reihe bekommen. Da waren wir noch in diesem Horrorhaus, wo wir uns beide schluchzbesoffen durch diesen Hotelflur gegangen sind. Und da hing so ein Foto oder so ein Bild von irgend so einem traurigen, weinenden Kind. Genau. Das war gruselig, ja. Ja, das war wirklich gruselig. In der Zwischenzeit hätte ich hier aus dem Chat noch was zu melden. Oh ja, bitteschön. Aber danach wollen wir auf jeden Fall bitte noch auf One World, One Crew zu sprechen Natürlich. Kommen. Okay. Genau. Und zwar wurde nämlich auch gefragt, ob es irgendwelche Songs von euch gibt, die ihr eigentlich gerne öfter mal spielen wolltet. Da habe ich aber auch dann gleich die Gegenfrage nämlich gestellt, was denn die Fans sagen, was zu wenig gespielt wird. Und zwar kam dann halt auch als Antwort, die Andi hat geschrieben, Leaving You With This, das ja. Kommt ja zu selten vor. Das stimmt gar nicht. Das muss man alles so im Schnitt sehen. Verhältnismäßig kommt es dann doch oft, aber du musst halt auf jede Show gehen, um halt mal das und mal das zu hören. Das ist richtig. So lang. Und wenn wir eine Setlist machen für eine Tour und so weiter, dann ist es für uns selber mittlerweile einfach wahnsinnig schwierig. Wir sind eine Band, die im Schnitt immer sehr, sehr lang spielt. Also unsere Shows dauern ja im Schnitt 2 Stunden. Und da wird eh schon viel geboten, aber du kannst es halt nie jedem dann wirklich recht machen. Du kennst ja selber, wenn du auf ein Konzert gehst. So, boah, ich habe mein Lieblingslied nicht gespielt und bla bla bla. Aber hey, so ist es halt mal und Könntet ihr ein Aufruf, einfach häufiger und mehr Tickets kaufen. Genau. Ich habe eine Frage dazu. Könntet ihr tatsächlich on demand, wenn ihr jetzt sagen würdet, ihr würdet auf Konzerten 2 Wunschsongs aus dem Publikum spielen? Ja. Ja. Also ihr sagt den Leuten das auch vorher, am Ende gibt es 2 Wunschsongs. Könntet ihr on demand einfach die Sachen raushauen oder bräuchtet ihr dafür eine Probe? Das geht schon so einigermaßen. Weil, wie gesagt, Fahrradfahren und Schwimmen verlernst du auch nicht so wirklich, wenn du es einmal konntest. Dann brauchst du aber vielleicht Schützräder und einen Schwimmreifen dazu. Okay. Also das wird dann nicht so. Das ist dann Teleprompter und Halbplayback, oder was? Das geht schon. Also das haben wir auch schon gemacht. Also, dass wir spontan auf Zuruf. Aber das finde ich eigentlich ganz geil. Mal den und den Song auspacken. Find ich eigentlich ganz cool. So ein bisschen so eine Fahrt ins Ungewisse, aber irgendwie, wenn dir der erste Ton einfällt oder die erste Textzeile, dann geht das irgendwie. Ist auch, wenn wir lang nicht geprobt haben und man sich wieder trifft, da denkst du erstmal so, boah, fuck, irgendwie, ich bin jetzt Ozzy Osbourne, ich brauche jetzt irgendwie echt wirklich einen Teleprompter und kann mich an gar nichts mehr erinnern, wie das Zeug ging. Aber sobald der erste Ton kommt, Moik den ersten Ton anschlägt, dann ist es wieder da. Ich muss, time is running, tempus fugit, wie wir Lateiner sagen. Deswegen, liebe Sabrina, hab bitte ein Auge auf den Chat, denn ich stelle die Frage für denjenigen, der mitspielen darf um wertvolle Sachpreise, die wir noch nicht angekündigt haben, die wir aber dann gleich ankündigen werden. Und deswegen stelle ich jetzt die Frage in den Chat. Die erste Chat-Nachricht, die Sabrina erreicht, ist dann eingeladen in die Sendung. Ich hoffe, ihr habt alle Zoom in irgendeiner Form. Ansonsten wird es eine Weile dauern, bis ihr dabei seid. Aber auch das wird nichts machen, denn wir haben noch über genug zu sprechen. Und meine Frage ist, ich habe vorhin gesagt, welches Album ich mir von den Emil Bulls wünsche, das sie mir schenken mit Widmung. Und da möchte ich gerne den Titel haben von diesem Album. Ich weiß nicht, ob ihr das schafft. Ich bin gespannt. Gib wenigstens einen Tipp. Okay. Hat was mit Rot bestimmt zu tun, oder? Also ich fange an mit der rote Penis.
Naja, okay. Still. War vielleicht kein Klapper. Aber Red Dicks, so fängt's an. Und weiter geht's mit Potato Garden. Naja, wir wollen ja jemanden haben, der mitspielt. Also insofern. Und wisst ihr was, warum dieses Album so wertvoll ist und so hoch gehandelt wird auf eBay und so? Weil wir es geschafft haben, tatsächlich Potato auf diesem Album falsch zu schreiben. Im Ernst? Herrlich. Wie habt ihr buchstabiert mal Potato falsch? Nee, wir haben es einfach hinten, noch, wir haben einfach noch ein E dran gehängt. Also Potato. Ja, aber gut, aber ich meine, das macht es ja im Endeffekt nachher auch wieder aus. Es ist British English wahrscheinlich, da geht es irgendwie dann durch. Wahrscheinlich. Aber da ist einfach ein E, was da einfach nicht hingehört. Okay, wir warten auf den Gewinnspielteilnehmer, denn ihr müsst natürlich gegen den spielen. Ja, was für ein Spiel das ist, das sage ich euch gleich. Aber ich will jetzt tatsächlich einmal, bevor wir wirklich out of order sind hier, einmal reden über One World, One Crew. Erzähl mir ein bisschen was darüber, weil ich finde die Stiftung wirklich großartig. Ja, also es ist ein Kumpel von mir, hat ein Klamottenlabel, eben Distorted People. Und ja, als es hier losging, dass man halt Klage zeigt, hat er gefragt, ob wir da dabei wären. Und dann haben wir gesagt, ja klar, sofort. Das ist ja auch ein Thema, was uns sehr am Herzen liegt. Genau. Und wir haben die T-Shirts abgeholt und haben Fotos dazu gemacht. Also Distorted People, die haben eben eigentlich schon seit längerer Zeit geplant, dass sie eben so eine Antirassismus Kampagne starten in Form von T-Shirts, und dann sind halt natürlich, sie haben es dann vorgezogen durch die ganzen Vorfälle in den USA und so weiter, und das ist so, sie hätten es sowieso gemacht, also die sind da jetzt nicht auf irgendeinen Trend aufgesprungen und bla bla bla, sondern das war einfach so, dass die gesagt haben, hey okay, jetzt muss es irgendwie schnell gehen, jetzt ist das Thema gerade akut, jetzt beschäftigen sie auch viele Menschen damit. Und das Geile ist halt, dass die halt gedacht haben, okay, jetzt gerade kaufen auch viele Leute T-Shirts, und dieses ganze Geld, was damit eingenommen wird, geht eben auch an Vereinigungen, die sich halt gegen rechte Gewalt stellen und so weiter, und wird von denen unterstützt. Und genau. Das ist eine total geile Sache, wo wir einfach keine Sekunde auch gezögert haben, dabei zu sein. Also, und das war es, worauf ich im Endeffekt hinaus wollte. Es geht gegen Rassismus im Allgemeinen natürlich, und natürlich auch im Speziellen gegen Nazis. Da sind wir sowieso alle dagegen und sagen hier, fick dich. Ja. Kann man hier auch wirklich offen immer wieder sagen, weil das ist wirklich die größte Scheiße noch, die mit existiert. Und ich finde es so schön, dass die Aktion eben auch eben gerade stattfindet. Und nicht darauf abzielt, auf Corona, ja, weil Corona ist eine Sache, und ich finde alle Aktionen gut, und ich finde auch alle Helfaktionen oder Hilfsaktionen gut, aber ich finde es auch schön, dass das nicht aus den Augen verloren wird, dass das eben auch immer ein echt ein wichtiges Thema ist. Definitiv, und ich finde auch, das ist wahnsinnig positiv, was man ja auch gemerkt hat, trotz dieser ganzen Corona-Sache und so weiter, als das passiert ist in den USA und das auf einmal wieder so in den Medien war, dass auch hierzulande trotz Corona jeder auf die Straße gegangen ist und auch mal drauf geschissen hat, so hey, boah, jetzt hier Abstandsregelung und bla bla, okay, weil am Ende ist es einfach viel wichtiger, es ist halt, ja, dass wir da zusammenhalten und irgendwie ein Zeichen setzen gegen den Hass und die Dummheit in dieser Welt, und das war Wahnsinn. Also da kenne ich auch Leute, die auf diese Demos gegangen sind, die voll Schiss vor Corona hatten, aber gesagt haben, hey, da muss ich jetzt hin, weil ich muss da Flagge zeigen. Und das ist stärker als diese ganze Angst, die uns durch Corona da irgendwie suggeriert wird, whatever. Geil. Also, ja. Na gut, also das kann man sehen. Ich möchte immer darüber gar nicht so diskutieren hier in der Show, weil da gibt es ja so vielfältige Meinungen und so weiter. Deswegen, ich fand es halt einfach nur wirklich schön, dass eben andere Aktionen und sehr, sehr wichtige Aktionen eben auch weiterhin nebenbei laufen und ihr vor allen Dingen auch Teil davon seid. Das finde ich wirklich mehr als großartig. Immer. Absolut. Wir wollen einmal Sabrina fragen, aber Sabrina hat den Peter schon eingeladen, sehe ich im Zoom-Chat. Peter wird unser Teilnehmer sein, und du kannst Peter gerne reinlassen.
Aber vorher möchte ich von dem gesamten Zoom-Chat und natürlich von allen anderen Menschen, die uns zuschauen, einen riesengroßen Applaus bekommen für Saskia. Die ist nämlich gerade fertig. Und sie sieht gar nicht so aus, als ob sie fertig ist. Großartig. Saskia, mach mal dein Mikro an. Bist du außer Atem? Ich doch nicht. Ich doch nicht. Das war, ich bin nie außer Atem. Wir können doch mal 3 Stunden weitermachen. Das war verrückt. Okay. Das war verrückt. Großartig. Hat's gefallen? Ja. Ich möchte Sabrina, achte mal darauf, bitte. Ich möchte mal, dass ein paar Leute in den Chat schreiben, ob sie mitgemacht haben bei Saskia. Ja, kann ich mal gucken. Nebenbei hier in der Late-Night-Show. Das würde mich sehr interessieren. Also alle, die irgendwie mitgemacht haben. Und wenn es keiner ist, Sabrina, dann denkt ihr ungefähr 5 aus, okay? Ja, also ich weiß, dass Nadine 100%ig mitgemacht hat. Nadine hat 100%ig mitgemacht. Natürlich. Schon mal geil. Ist ja auch umsonst. Mia hat auch mitgemacht. Die ganze Zeit. Geil. Ja. Das finde ich ziemlich cool. Ich habe innerlich mitgemacht. Darf ich kurz fragen, was ist mit Peter? Ja, keine Ahnung. Vielleicht ist Peter schüchtern? Peter hat im Chat geschrieben, er braucht noch 2 Minuten. Ah, okay. Ah, er muss sich erst noch anziehen. Peter muss sich erst noch anziehen, er ist nackt. Schön, dass die Chatbeauftragte das nicht weiß. Peter ist so wichtig, der kommt 2-mal. Na gut, es gibt ja auch wirklich viele Peters. Wir werden gleich ein kleines Gewinnspiel spielen und euch zeigen, worum es geht. Bitte einmal den Merch. Das ist natürlich mein Merch. Und den gibt es zu gewinnen. Einmal natürlich das wunderbare Maschine-Shirt, was auch jeder meiner Gäste natürlich bekommt. Und die Maschine-Maske, wenn man denn Lust hat, sowas zu tragen. Und diese Sachen gibt es jetzt gleich zu gewinnen. Wenn Peter es denn schafft, in den Chat zu kommen, dann werden die Emil Bulls gegen Peter spielen. Da ist Peter. Hallo Peter. Peter, wie heißt der? Peter. Kann man Peter schon hören? Peter, sag doch mal was. Man hört Peter noch nicht. Ah, Peter, sag doch mal was. Das finde ich schön. Nee, man hört nichts von Peter. Aber wir sind ja höflich und warten noch ein bisschen. Da ist Peter. Ja, er bemüht sich. Peter, bring in einem einen Schnaps mit. Ja, pass mal auf. Wir sind ja gleich am Ende. Wir haben noch 2 Minuten, dann haben wir genau eine halbe Stunde überzogen. Dann kann ich in der Zwischenzeit noch mal schnell eine Frage stellen. Ja, stell doch mal eine Frage an Emil Bulls, bis Peter soweit ist. Und ich genau, Leute, die Knopfglocke in der Martin Zeit. Martin will unbedingt wissen, Schlagsahne oder Schokoladensoße? Ein Insider. Boah, das ist so schlimm. Boah. Ich habe gerade Gedanken, die will ich am liebsten aus meinem Gehirn löschen. Erklär doch mal ganz kurz was zu dem Insider, Chris, oder auch Moik gerne. Nee, ich check den Insider gar nicht. Ich habe trotzdem Gedanken. Ah, okay. Also. Ich sag Schokoladensoße. Alles klar. Sehr schön. Okay, wir sagen Schokoladensoße. Was sagt denn der Frager dazu, zu Schokoladensoße? Müssen wir mal gucken, was der Martin dazu sagt. Jetzt weiß ich, und jetzt kommt er gleich mit der Auflösung. Ja, also eine Auflösung wäre schön. Also wie kommt er auf diese Frage? Oder ist es einfach nur generell? Das ist Martin, das ist unser Martin. Oder Birne oder? Maschine, es gibt auch Leute, die stellen eine Frage wie, wenn du eine Wurst wärst, welche Wurst wärst du? Aber die kommt immer erst zum Schluss. Eine Eitrige mit Schiss. Eine Eitrige mit Schiss. Was ist das? Die Frage kommt doch erst zum Schluss. Wir haben doch sogar eine Folie für die Frage, Mensch. Die kam schon ewig nicht mehr, Digga. Das hast du die letzten 13 Folgen vergessen. Echt jetzt? Stimmt gar nicht. Du warst einfach nur so betrunken. Wollte ich gerade sagen, das Kollege. Das ist genau der Punkt. Was? So also langsam aber sicher auch ein bisschen gesagt. Peter, du musst nur noch dein Audio anmachen. Sascha, kannst du nicht mal auf einen von deinen Zetteln schreiben, bitte? Audio anmachen. Ja, Peter muss sein Audio anmachen. Christo könnte ihn auch, genau. Hallo. Ah, da ist Peter. Hallo, Peter. Mein lieber Christo, einmal auf die Totale. Lieber Zoom-Chat, lieber Peter, lieber alle, die Schnapsglocke läutet.
und wir wollen alle sehr gerne trinken und anstoßen. Hallo. Und Prost. Großartig. Geil, dich kenne ich doch. Wir haben uns ja lange nicht gesehen. Nein. Ah. Peter hat den Chat nebenbei laufen. Der muss den Chat, so, glaube ich, leise machen, sonst wird er dauernd doppelt. Peter macht den Chat leise. Den Stream. Ja, habe ich. Hast du, super. Okay, Peter. Da ist er. Hallo. Du Hallo. Spielst. Prost, Junge. Geil. Du ja, spielst schön. Um ein Shirt von mir. Und wenn die Emil Butz auch was geben, können sie es ja gerne tun. Das könnt ihr dann später ausschachteln. Aber erstmal gibt es ein Shirt. Und das Witzige ist, wir kennen den ja. Ah, ihr kennt Peter. Steht ungefähr jede Show genau vor mir. Im Ernst? Wie geil ist das denn? Jeden Abend sehen. Edelfan. Genau. Und jetzt? Edelfan, wirklich Edelfan. Ja. Und kriegst du ein Maschine-Shirt? Was wünschst du dir denn jetzt von uns? Kannst du dir was aussuchen? Von den Emil Bulls, und? Kannst du dir was aussuchen? Der Christoph weiß eigentlich schon, was ich haben möchte. Was denn, seine Mütze oder? Nee, die, hast du eine Flagge noch gefunden gehabt? Mhm. Die liegt in meiner Schreibtischschublade. Ja. Ja, willst du die zurückhaben? Ja, du. Das wäre geil. Der Echo Full Revolution. Die schicke ich dir doch nicht per Post. Die bringe ich dir mit, wenn wir uns wieder sehen. Und dann sagst du halt Bescheid, du bist da. Und dann machen wir deine feierliche Zeremonie. Und du darfst dir was anderes wünschen, Peter. Die Flagge kriegst du eh wieder. Ich hab doch fast alles. Vielleicht möchtest du irgendwas mit einem Autogramm noch drauf. Ja, eine Widmung oder irgendwas. Ja, alles schon. Christoph, lass dir was einfallen. Ich wüsste was. Ich möchte ganz gerne, dass Christoph einen Dankesbrief an Peter schreibt. Jetzt will er was sagen. Die erste Platte. Nee, die krieg ich. Die erste Platte. Die krieg ich schon. Nee, ich habe Christoph also schon per Facebook schon angeschrieben. Na gut, ja, okay, also ich würde dann verzichten. Aber mit Maschine teilen. Wir schicken jedem von euch eine Hälfte von dieser Platte. Ja, geil. Peter, dann müssen wir uns treffen. Kann wirklich keiner anhören. So, jetzt müssen wir aber, okay, pass auf. Also es gibt, ich trete meine Scheibe sonst auch an dich ab, Peter. Ist kein Problem. Also ich hätte mir ja gewünscht, dass Christoph sich einen Brief ausdenkt, 4-5 Sätze, aber mit dem Briefkopf Baron Christoph von Freienhausen. Freiendorf, Entschuldigung. Freiendorf. Christoph von Freiendorf, Baron Christoph von Freiendorf, und er schreibt dir in gestellster Art und Weise, wie sehr er es schätzt, dass du der Fan der Emil Bulls bist. Pass auf. Das wäre mal. Ich kann das Fall wirklich auf die Spitze treiben. Ich habe noch einen Familiensiegelring. Ach. Dann kann ich noch den Brief so wurscht Alter. Versiegeln und den Scheiß. Das wäre ein Geschenk, das kann man sich an die Wand hängen, weißt du? Das ist wirklich mal was ganz, ganz, wie sagt man? Uniques. Unique. Genau. Aber du kannst dich noch entscheiden, Peter. Jetzt spielen wir erstmal. Wir brauchen mal die Mobicam, denn wir spielen natürlich Tic-Tac-Toe. Oh. Ja, und Peter darf, kennst du Tic-Tac-Toe, Peter? Ja. Okay, du darfst anfangen und du darfst dir aussuchen, ob X oder O. X. X nimmt Peter, das heißt, Emil Bulls haben O. Du darfst anfangen und wenn du unentschieden spielst oder gewinnst, hast du gewonnen, okay? Dann möchte ich gerne wissen, wo dein Kreuz hin soll. In die Mitte. In die Mitte. Oben rechts. Ist das hier? Ja. Ja. Okay, Peter. In der Mitte rechts. Hier? Hier? Eins weiter. Hier? Ja, und eins weiter. Hier? Also nach oben. Eins runter. Hier? Eins runter. Hier. Also. Oder hier? Unter die Null. Ach, unter die Null, hier? Ja. Ah, super, okay. Mitte links. Hätte ich auch gemacht. Peter, du bist wieder dran. Ich sehe da gar nichts mehr. Wir können ja näher rangehen.
Kannst du es jetzt sehen? Peter ist eingefroren. Ah, Moment. In der Mitte unten. Hier, wo ich meinen Stift habe? Hier oder hier? Unten in der Mitte. Hier. Ja, hier. Genau da. Ja? Genau da. Okay. Oh, warte mal. Oben Mitte. Oben Mitte als Verteidigung, gut. Lauter Kernkraftphysiker hier am Start. Okay, Peter. Hallo? Ah, Peter ist wieder eingefroren. Ja, aber ja, ich schicke Peter das einfach hier per PN jetzt, das Bild. Ansonsten weiß ich, wo Peter... Ich sehe das Bild. Ah. Moment. Peter, ich halte den Stift schon da, wo du es machen musst. Ja, oben links. Sehr gerne, fertig. Genau, dann sage ich, unten links. Nee. Unten links. Unentschieden. Aber es ist ja im Endeffekt scheißegal, weil es ist unentschieden und Peter hat gewonnen. Hey. Stimmung. Peter, wir überlegen uns jetzt gleich nochmal, was du alles kriegst. Du kriegst auf jeden Fall von mir gleich das Shirt. Du schreibst bitte deine Adresse an die Sabrina. Ja? Ja, danke. Und dann kriegst du das auf jeden Fall zugeschickt. Und dann, wie gesagt, also ich hätte ja das Baron-Schreiben mit dem Siegelring, das will ich auch haben, Alter. Ich meine, wie geil ist das denn, bitte? Ja, das ist wirklich geil, aber du musst mir bitte noch das Siegel Wachs zukommen lassen. Ja, das lasse ich dir zukommen. Das ist kein Problem. Dazu, weil kein Problem. Du kriegst ganz spezielles Siegelwachs von mir. Sehr gut. Herrlich. Peter. Ja, natürlich ein Siegel. Dann muss ich ja das Siegel nehmen. Du musst das Siegel nehmen. Okay. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht irgendwie Scheiße gebaut, weil es ja meistens so ist. Hoffe, dass ihr zufrieden seid mit dem Ergebnis dieses Spiels. Definitiv. Alles. Okay, wunderbar. Dann, Peter, danke ich dir fürs Zuschauen natürlich und fürs Mitmachen. Ich hab auch zu danken. Dankeschön. Tschüss. Wir sehen uns auf jeden Fall hoffentlich am nächsten Sonntag wieder, wenn es wieder Maschines Late Night Show gibt. Und wir sind jetzt ungefähr 45 oder 57 Minuten über der Zeit und deswegen sage ich ein allerletztes Mal Schnaps, 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 Schnaps. Ja, ja. Wir spielen noch einmal bitte das 25 Jahre Emil Bulls Trailer Konzert Dingsbums ein. In dieser Zeit werde ich mich sammeln und euch verabschieden. Vielen Dank. Und wir hoffen natürlich, dass es sich lohnt, sich die Tickets zu sichern. Wenn nicht, dann halt für 2021, also Arschlecken. Aber wir hoffen, dass die Tour zumindest zum großen Teil zustande kommt. Und dann bin ich auch schon am Ende, meine lieben Freunde, dieser wunderbaren Maschines Late Night Show. Es war mir ein reines Fest. The Aliens prepare for the last song, alright? Yeah, but wait a second. Und ich möchte mich ganz, 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 ganz recht herzlich bedanken und es waren unfassbar unbekümmerte und schnell vergehende 1 Stunde und 45 Minuten bis jetzt bei den Emil Bulls. Chris und Moik, Alter! Gerne, dankeschön. Danke für die Einladung, es war wie immer herrlich. Es war wirklich ein Fest. Ich habe die Schnapsglocke geläutet, nicht vergessen. Also wir trinken gleich noch einen zusammen, bevor ihr aus dem Chat verschwindet. Und ich möchte mich ganz, ganz recht herzlich bedanken, natürlich bei Peter, unserem Gewinner und Mitgucker. Der ist eingefroren.
Sehr geil, schön. Aber super passt nicht. Mega gut. Saskia, mach mal dein Mikrofon an, bitte. Genau. Eine tolle Frau, die sitzt in Florida, hat eben gerade für uns eine Stunde Metal-Yoga zelebriert. Wenn ihr es in irgendeiner Form mal wirklich mitbekommen oder wirklich mitmachen wollt, dann wendet euch einfach an Saskia. Saskia, wo kann man dich am besten erreichen, wenn man mitmachen will? Am besten natürlich online. Ja, wo? Bei Instagram, Facebook, auf der Webseite Metal Yoga Bones. Mein Instagram ist auch Metal Yoga Bones und Facebook genauso. Du ansonsten Nordic by Nature on Instagram, da sind auch wieder Updates und Posts über normale Yoga-Klassen, die ich auch mache. Du klingst und, so geil amerikanisch. Das ist so ich geil. Ich habe auch deutsche Yoga-Klassen online, so zweimal die Woche, aber die ihr auch mitmachen könnt. Also dienstags und freitags um 12 oder 18 Uhr eurer Zeit, 12 Uhr meiner Zeit. Und Metal Yoga gibt es sonst immer mittwochs und sonntags um 8 Uhr. Genau. Und dann hoffentlich mit Maschine auch bald zusammen im Nebenprogramm am Sonntag. Sehr, sehr geil. Und hoffentlich bald auch wieder live. Vielleicht sehen wir uns ja auf dem Metal Holiday noch. Wie sieht's eigentlich? Ist die Crew schon abgesagt? Weißt du das, Maschine? Ich habe tatsächlich wirklich keine Ahnung. Das ist, die halten das so lange hin, aber ich glaube, die Cruise wird nicht mehr stattfinden. Ich bin mir da relativ sicher. Aber wie gesagt, ich habe kein offizielles Nein. Ich hoffe, dass der Holiday noch stattfindet, aber das hängt natürlich davon ab, ob die Millionen an Mallorca-Touristen, die jetzt aus Deutschland gerade dahin fliegen, um Party zu machen für zwei Tage, diese ganze Insel nicht wieder verseuchen und die deswegen dann wieder zu ist im Oktober. Ich habe keine Ahnung. Das glaube ich nämlich auch. Mein Problem ist natürlich auch noch, ich komme ja aus den USA, ich darf vielleicht gar nicht reisen, also... Daumen drücken. Wie wir das so schön sagen. Oder Fingers crossed. Und wie gesagt, wenn nicht, dann sehen wir es positiv, weil wir es immer positiv sehen. Dann haben wir ein Jahr gewonnen und nächstes Jahr ist dann 25 Jahre Emil Bulls und wir haben sind ein Jahr einfach nicht älter geworden. Ist doch auch ganz schön. Wir haben uns einfach nur ausgeruht. Ganz genau. Finde ich gut. Saskia, danke schön, dass du dabei warst. Nächstes Jahr umso doller dann, oder? Bitte was? Nächstes Jahr machen wir dann umso doller. Nächstes Jahr immer umso doller. Aber das ist ja sowieso Standard. Immer nächstes Jahr umso doller. Also Maschine, das Letzte, was wir dann ja noch machen müssen, ne? So zum Üben, ist das Wrestling Bitch Face. Das Wrestling Bitch Face. Mach mal, zeig mir, ob du schon geübt hast alleine. Ich weiß nicht mehr, wie das aussieht. Tut mir leid. Soll ich nochmal zeigen? Ja, zeig mal nochmal. Ach ja. Warum hat denn Dan da gar nicht mitgemacht? Das ist doch Wrestling Bitch Face. Ich weiß auch nicht. Sehr schön. Aber beide Seiten, oder? Ja. Na, wunderbar. Okay, Dankeschön natürlich an Doggy Dan, mein Lieber. Schön, dass du dabei warst. Deine Tipps sind wie immer Gold wert. Ja? Auch wenn die heutigen Tipps verschrien wurden von den Emil Bulls und natürlich auch von Alexa, weil das war ein bisschen lame, Alter. Das war ein bisschen lame. Ach, ihr stellt euch alle so an. Wenn einer vielleicht was Besseres auf dem Zettel hat, kann er mir das jederzeit gerne schreiben. Doggy Dan, Instagram, hier, keep it coming, ich mach jeden Scheiß. Also, das war eine Aufforderung an alle. Schreibt bitte Doggy Dan das, was ihr sehen wollt bei den nächsten Beauty-Tipps und dann wird er das einfach für euch machen. Habe ich das so verstanden, richtig, oder? Gar kein Problem und es gibt keinen Aufpreis für dich. Nein, ich will, mir ist egal, also Hauptsache du hast Spaß. Hier ist was. Danke an Sabrina natürlich, unsere Chatbeauftragte. Gibt es eine letzte Frage an die Emil Bulls noch, oder? Ja, tatsächlich. Ja, der Robby hätte nämlich gerne gewusst, ob es ein paar Bass-Tabs oder Noten von euch irgendwo zu kriegen gibt. Spielt nämlich selber gerne Bass und hätte dann halt auch gerne dann auch Lust, hat er auch geschrieben, was möchte er? Tabulatoren. Nothing in this world zum Beispiel. Genau. Also sind irgendwelche Tabulatoren von euch online oder kann man das irgendwie anfordern? Bin ich mir ziemlich sicher, dass es da auf irgendwelchen Webseiten die Tabulatoren zu einigen Songs von uns gibt. Aber hey, ich glaube, so spartanische Musik kannst du dir auch eigentlich selber auswählen. Sollte machbar sein, gerade die Nummer. Vielleicht ist er ja noch am Anfang. Schön, dass der Sänger und der Gitarrist das sagen.
Also wirklich. Also ich kann dir da jetzt wirklich keinen wirklichen Hinweis auf irgendeine Website oder irgendwas oder wo es das gibt. Wir haben auch noch kein Songbook rausgebracht, weil das wäre eine Frechheit, wenn wir das tun würden. Also ich hoffe, dass James das nicht hört. Dass der Gitarrist sagt, so einen einfachen Scheiß und bla. Naja, das ist das Los der Bassisten. Naja. Alles andere ist natürlich unfassbar. Da leiden wir alle mit wie bei Corona. Mit den Bassisten generell. Ja, absolut, ja. Okay, Entschuldigung. Und dann wäre nur noch eine Frage oder beziehungsweise schon ein Vorschlag für nächste Woche. Ja, bitte. Nadine hätte gerne Flechtfrisuren. Flechtfrisuren? Flechtfrisuren mit Docking. Das ist tatsächlich. Das machen wir doch, gar kein Problem. Nein, aber das ist tatsächlich. Nee, nicht alles verraten, denn. Nicht alles verraten. Sonst haben wir ja keine Spannung mehr. Denn nächsten Sonntag ist Maschines Late Night Show tatsächlich eine reine Beauty Show mit Chris Hermsdorfer von Beyond the Black. Der wird mit dabei sein. Unser Late Night Animal Sascha hat auch sich ein paar Beauty Tipps ausgedacht. Und natürlich Docky Dan. Also die nächste Maschines Late Night Show am nächsten Sonntag, also in 7 Tagen, wird eine reine Beauty Show sein. Das schon mal als kleiner Teaser vorab. Ladies and Gentlemen, give them a big hand. They are the most popular show band, because they are in my show, in the whole world. Give them a big hand, the Alien Rockin' Explosion, ladies and gentlemen. Aliens, play the last song. You can play a 3-minute song if you want to. Yeah? Because you are the last thing the people will hear in the chat. I'm drunk, sorry. So, let's do an Alien Rockin' Explosion song. Emil Bulz, nochmal, Dankeschön, ja? Vielen, vielen Dank. Es war mir eine große Freude. Und an alle da draußen, schön, dass ihr dabei wart. Schön, dass ihr zugeschaut habt. Schön, dass ihr immer wieder diese großartige Community seid, die wir uns wünschen als kleine Künstler auf dieser großen, weiten Welt. Nun aber, Ladies and Gentlemen, now, the Alien Rockin' Explosion. Because we are on Earth. Bring you fun? Are you cold? Who do you cover? Are you tense? Will you stray? Following the sun of violence, thinking how to make you feel. How you feel if you're proud of that? We will leave no people in here. Your voice from the audience goes down. From stars to stages, we rise up as all mankind. We fall, battle in our world. We are on earth. No price of hell. We want to learn how to grow. That's why we will. We will go on to get to your heart. We save your soul to rise our hearts. Are you open enough to see? So we can study this to your world. Are you open enough to me? We can't really say now this is our home. Be patient the whole night. And you wait for the power of we are open enough to sense the crime. That's no way to spread our food. You know, you're running from our heads. Our story's changing. We came to walk on your stages. We drove by the land of gold. We are on the nobody stops down. We want to learn and grow like Bible. We need the world to get to your heart. We seek the soul to write your home. Will be your fire. Are you tense? Will you sustain?
Follow us through this mess of words. We are not making feel how you feel in the ground like us. We draw by the land of woe. We are on earth, done by the stars, girl. We want to learn how to roll like a body roll. We will go to get to your heart. We'll sing the song to rise your heart. We are the world, the price stands down. We want to learn how to roll like a body roll. We will go to get to your heart. We'll sing the song to rise your heart. Oh yeah, ladies and gentlemen, the Alien Rockin' Explosion. Und das war's, Maschines Late Night Show an diesem wunderbaren 5.7. Der Welttag des Kusses und der Welttag des Bikinis neigt sich dem Ende. Also macht irgendwas draus. Danke an alle, die dabei waren, und das allerletzte Mal läutet die Schnapsglocke. Prost und bis zum nächsten Sonntag. Reinhauen. Cheersen Sie!